Es ist Donnerstag, der 29. August 2013. Hier ist die Syrien-Sondersendung eine freie Macht und Menschenrechte auf Jungle Traum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Ja, die Ereignisse diese Woche haben auch uns ein wenig überrascht gehabt, was seit Montag sich alles ereignet hat zu Syrien. Und wir dürfen heute Abend in der Sendung begrüßen Schwester Hatune Dogan von der Schwester Hatune Stiftung, die sich einsetzt unter anderem für Christen im Nahen und Mittleren Osten. Und Freeman von Alle Schall und Rauch. Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Ja, ab Anfang dieser Woche, ich habe jetzt, da ich täglich die Taz lese, habe ich den krassen Gegensatz bemerkt. Ende letzter Woche schienen noch alle Leute besonnen zu sein und Untersuchungsergebnisse abwarten zu wollen. Und jetzt ab diese Woche Montag plötzlich scheinen die für Krieg zu trommeln. Was ist da los? Die haben sich, glaube ich, ziemlich aus dem Fenster gelehnt und die Medien haben diese Panik oder diese Hysterie übernommen und wollen uns halt diesen Krieg verkaufen. Und sie ändern auch dauernd die Voraussetzungen. Das heißt also, am Anfang hat es geheißen, wegen UNO-Inspektoren. Am Sonntag hat dann der Außenminister Kerry sogar Ban Ki-moon angerufen und gesagt, du kannst gerade deine Inspektoren zurückziehen, weil es interessiert uns gar nicht, ob die was finden oder nicht. Ja, ich meine, das ist unglaublich. Wo ist die Quelle dafür? Das ist eine bahnbrechende Aussage, wenn Kerry das gesagt hat. Dass es ihn nicht interessiert, was die UNO-Inspektoren. Das haben ja diverse Medien berichtet, dass der Kerry den Ban Ki-moon angerufen hat und gesagt hat, er soll seine Leute gerade wieder abziehen, weil es interessiert Amerika gar nicht, was die finden. Ja? Und das ist natürlich unglaublich, wie die Schuldzuweisungen machen. Dabei, laut einem Giftgasexperten oder Chemiewaffenexperten in der Schweiz, ich tue das gerade jetzt aufrufen, ja, von wegen John Kerry. Die Taz hat geschrieben am 26. August, am Montag, dass es letzte Woche Samstag ein Treffen gegeben habe, mindestens 15 Personen in den USA, wo unter anderem die Minister Joe Biden, also Vizepräsident, Außenminister John Kerry und Verteidigungsminister Chuck Hagel sich getroffen haben. Okay. Hallo, sind wir noch auf Sendung? Sind wir zu hören? Ja, wir können Sie hören. Okay. Aber einer von uns ist weg. Und der Kollege ist weg. Freeman ist zwar auch nicht zu sehen im Moment. Freeman ist nicht mehr zu sehen. Okay. Ja. Ja, ist er wieder da? Okay, dann kann ich nochmal meine Frage an ihn richten. Ja, so, jetzt ist irgendwie mir das Ding weggeknallt. In Zeiten, wo alles nach Kriegsvorbereitungen aussieht, da sind auch, glaube ich, Leute, die am Internet die Berichterstattung ein paar Streiche spielen wollen. Ich glaube, das ist noch das geringste Problem. Schön, dass wir wieder vollständig sind. Ich weiß nicht, wo ihr wart, aber ich wollte nur sagen, dass der Heiner Staub, der ehemalige UNO-Waffeninspektor, der damals im Irak tätig war, hat heute ein Interview gegeben.
Und er hat gesagt, laut seinen Informationen gibt es nicht einmal einen Beweis, dass überhaupt chemische Waffen eingesetzt wurden. Er sagt nur, es gibt Tote, aber an was sie gestorben sind, das weiß man gar nicht. Das heißt, ist er heute noch irgendwie involviert oder hat er jetzt die verschiedenen Medienberichte ausgewertet? Nein, er hat ja sicher Kontakt zu seinen Kollegen, oder? Und, und deswegen, also das hat er gesagt. Ne? Und er sagt auch, diese Behauptung, dass die Zeit schon zu spät ist, das stimme überhaupt gar nicht, weil er hat ja schon viele chemische, also Untersuchungen gemacht, und es spielt mehr oder weniger keine Rolle, ob das jetzt ein paar Tage danach oder Wochen danach ist. Das heißt, solche Chemikalien, wie sie in Kampfstoffen drin sind, hinterlassen auch längerfristige Spuren. Ja, es gibt ja, er sagt, es gibt nicht nur die Chemikalienanalyse, das wäre eigentlich nur ein kleiner Teil, sondern es geht darum, mit den Opfern zu reden, was sie für Beobachtungen gemacht haben. Und aus dem Ganzen, aus all diesen ganzen verschiedenen Sachen, tun sie dann ihr Urteil bilden. Mhm. Ja. Ich, zu dem Termin, dass Carrie telefoniert haben soll mit Ban Ki-moon, da würde sehr gut passen, dass es laut dem Taz-Artikel Waffengang als chemische Reaktion am 26. August 2013, Seite 2 auf der Taz, da soll es gegeben haben, genau einen Tag davor, also letzte Woche Samstag, ein Treffen verschiedener Minister aus den USA, unter anderem Kerry, Verteidigungsminister Hagel und Vizepräsident Joe Biden. Mhm. Und das einen Tag davor. Und jetzt Montag ist plötzlich scheint alles wesentlich aggressiver zu sein, wesentlich mehr in Hektik. Ja, ich meine, es ist doch bekannt, dass sie unbedingt einen Grund suchen, um überhaupt angreifen zu können, ja, weil es ist ja so, die Lage in Syrien ist doch schon länger, kippt die in die Richtung, dass die syrische Armee immer mehr Geländegewinn macht und immer mehr Dörfer und Städte von diesen Terroristen befreit. Und das heißt, um die Lage aus Sicht der Kriegshetzer zu retten, muss man natürlich jetzt irgendeine drastische Maßnahme machen. Ja? Mhm. Und deswegen haben sie halt, ich meine, das ist doch völlig absurd, dass der Assad die Inspektoren ins Land lässt und genau vor ihrem Hotelfenster explodieren dann angeblich Chemiewaffen. Das ist doch offensichtlich, um Assad zu schaden, wer auch immer das gewesen sein mag. Ja, ich meine, der muss ja dann völlig verrückt sein und das ist er aber nicht, ja. Der wird doch nicht genau das machen, damit die Gegner einen Grund haben, Syrien anzugreifen. Er wird alles andere tun, um es ja zu vermeiden, ja. Interessant ist, es gibt ja auch verschiedene Quellen, die meinen, dass die syrischen Rebellen, in Anführungsstrichen, oder Söldner oder wer es sein mag, in ihre Hände solche Waffen bekommen haben könnten. Da zitiert ja, auch. Dafür gibt es viele Beweise, denn erstens mal wurde Sarin an der türkischen Grenze durch türkische Sicherheitskräfte gefunden vor ein paar Monaten, wo sie Hausdurchsuchungen gemacht haben und da haben sie das Zeug gefunden auf der türkischen Seite der Grenze. Ja, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich möchte daran erinnern, dass im Mai die ehemalige, die Del Ponte, ja, die Del Ponte hat doch gesagt, dass laut ihren Prüfungen und UNO-Mitarbeitern haben die Rebellen damals, also schon vor Monaten, diese chemischen Waffen eingesetzt. Also offensichtlich haben sie die im Besitz. Ja? Das heißt, es gab da vor 2 Monaten gab es auch schon Zwischenfälle, wo man
Ja, es gab ja insgesamt schon 4 Zwischenfälle, wo immer wieder behauptet wurde, das ist die syrische Armee, und dann stellt sich heraus, dass es nicht so ist. Das ist ja übrigens der Grund, warum die Inspektoren überhaupt dorthin sind. Sie sollten ja diese 3 Fälle untersuchen, nur jetzt kam dieser 4. Fall rein. Ja. Wann waren ungefähr die 3 Fälle? Ich habe da ein Ja, wenig die den waren in den letzten Überblick 6 Monaten. verloren. In den letzten 6 Monaten sind die passiert. Deswegen wurden die ja überhaupt dorthin geschickt, um diese 3 Fälle zu prüfen. Und genau einen Tag, nachdem sie ankommen, passiert der 4. Fall vor ihrer Nase. Ja. Jetzt haben ja Gegner Assads behauptet, Assad wollte nur 3 Fälle von insgesamt 13 untersuchen lassen. Was wollte er? Dass es mehr Fälle gegeben habe oder mehr Verdachtsfälle. Er wollte aber nur 3 untersuchen lassen. Ja gut, was immer, ist ja egal. Auf jeden Fall sind die dorthin geschickt worden, offiziell, um diese 3 Fälle zu untersuchen. Und dann passiert der 4. Fall, und jetzt haben sie den jetzt vorgezogen, also der, wo jetzt aktuell ist, ja. Nicht? Das, ja, ohne und eine ordentliche Art und Weise wäre ja, denke ich, dann diese 4 Fälle ordentlich in Ruhe zu untersuchen und dann zu verlangen, dass man die anderen Fälle, wenn es sie gegeben haben sollte, auch untersuchen kann. Ja, Anstatt jetzt diese Hektik. aber das interessiert weder den Cameron noch den Hollande noch den Obama, sondern sie sagen einfach: Wir wissen, er war es, ihr könnt aufhören mit der Untersuchung, und jetzt wollen wir Bomben schmeißen. Ja, ich meine, das ist denn ihre Einstellung. Ich meine, was sind denn das für Rechtsstaaten? Wo, ja, in einem Rechtsstaat muss man zweifelsfrei die Schuld von jemand beweisen. Und die gehen einfach her und sagen: Wir brauchen keine Beweise, wir wissen, er war es, und fertig. Die Frankfurter Allgemeine hat auch einen Artikel geschrieben, das haben wir gefunden, das war Ende letzten Jahres, und zwar in Syrien, die Al-Nusra-Front, die als ein Verbündeter von Al-Qaida gilt. Da gab es den Artikel, Al-Qaida-Verbündete verfügen offenbar über chemische Waffen, 9.12.2012. Und da beruft sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, auf Quellen sowohl bei der syrischen Regierung als auch bei der syrischen Opposition. Nee, sogar Aufständischen, die davor warnen. Ja, denn es sind ja die Extremisten, ja. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, in Syrien sind ja viele verschiedene Fraktionen da am Werkes, und die unterschiedliche extremen Graden operieren, ja. Und übrigens, es gibt ja mehrere Videos mit Reportern, die mit der syrischen Armee in von den Rebellen übernommenen Gebiet eingedrungen sind, in den Keller, und was fanden sie? Lauter Fässer und Säcke voll mit Chemie, und da drauf steht: Made in the Kingdom of Saudi-Arabia. Also die kriegen von Saudi-Arabien die ganzen einzelnen Komponenten, um diese Chemiewaffen da zu produzieren in den Labors. Das hat man ja gefunden. Ja. Und das, was die hier in Saudi-Arabien, schon was die FAZ berichtet hatte, das war, dass Rebellen in der Nähe von Aleppo von der Regierung eine Anlage dort erbeutet haben. Ja. Und sich da in den oder ein Lager erbeutet haben, dadurch in eine Produktionsstätte von Chlorgas. Ja. Es ist ja so, rein militärisch gesehen, sind ja Chemiewaffen speziell in der Situation, wie sie in Syrien ist, wo es ja überhaupt keine reguläre Front gibt, wo die auf der Seite sind und die anderen auf der anderen, sondern das ist ja eigentlich ein Häuserkampf, der da stattfindet, ist es strategisch, militärstrategisch völlig sinnlos, Chemiewaffen einzusetzen. Weil immer Weil das, weil, Zivilisten weil, dazwischen ja, sind. nicht nur das, weil sonst erwischt es ja die eigenen Leute. Weil das kann man ja nicht kontrollieren, wie die Wirkung ist, also in welche Richtung die geht. Das kann sich, das,
der Wind dreht und dann ist das bei einem selber. Deswegen ist das rein militärstrategisch eine absolute blödsinnige Waffe. Ja? Das wäre etwas, so makaber es ist, was man einsetzen würde, wenn die Gegner sich in Schützengräben verschanzt haben und ja, nicht ausweichen können. Ja, wenn ein großes Gebiet, also eine richtige Front ist und alle das ganze Gebiet vor einem, das ist dann, das ist der Feind, oder? Und auch die Wetterverhältnisse stimmen, ja. So wie es halt gegen den Iran, im Irak-Iran-Krieg eingesetzt wurde, ne? Der Saddam Hussein und seine Armee haben ja das damals in dem achtjährigen Krieg gegen die iranischen Soldaten angewendet und da wurden ja über 100.000 Soldaten dadurch betroffen. Das war eine klare Front und ein Gebiet, wo man wusste, wenn ich da reinschieße, dann treffe ich nur die anderen. Aber das ist ja nicht in Syrien so. In Syrien ist das ja alles gemischt. Nicht? Also Häuserkampf zwischen Regierungstruppen und Soldaten und Terroristen und dazwischen hecken die ganzen Zivilisten und das ist ja so unklar, das Ganze. Ja, Schwester Hatune, wie reagieren die Menschen in Syrien auf diese Situation, auf die Berichte über vermutete Giftgasanschläge? Also ich kann jetzt mal von mir selber sagen, wie ich mich fühle. Sie wissen oder weltweit, dass wir von unserer Stiftung aus alle Menschen ohne Unterschied helfen, die in Not sind. Wir versuchen und wünschen Frieden auf ganze Welt, aber diese Gedanke, dass diese Schläge kommen werden, diese Woche, die das so, diese atomare Gedanken oder Anschlag von Westen auf Syrien kommt, die Leute sind schockiert und ist unerwartet und unberechtigt, sagen die Leute dort vor Ort. Ich habe gestern telefonisch mit denen gesprochen. Natürlich haben wir auch ein bisschen Codewörter, dass nicht jeder versteht, was wir mal damit meinen, wenn auch uns jemand hört. Aber wir verstehen uns. Wie Sie wissen, haben wir weltweit Vereine und alle arbeiten ehrenamtlich. Und die haben mir wohl gesagt, die sind schockiert und die wissen gar nicht mehr, was sie essen, was sie tun, was sie handeln. Die sind total also jetzt schockiert von diesem Gedanke von Amerika oder von Westen. Was die sagen, ist, dass es halt unberechtigt ist. Das wird ich bin keine Politikerin, ich halte zu keiner Seite. Aber ich spreche jetzt von christlicher Sicht, dass sie mir mitgeteilt haben, dass sie sagen, wir sehen, dass Assad unschuldig ist in dieser Hinsicht. Es wird vieles in seine Schuhe geschoben von der Terroristen oder von Saudi-Arabien, dass sie von dort unterstützt werden. Es gibt auch YouTubes Beispiel. Ich habe heute bewusst reingeschaut. Das heißt Syrian Truth. Das heißt Syrien, die Wahrheit über Syrien. Al-Ghaza, Damaskus. Es wurde klar geschildert, dass eine Kalif aus Saudi-Arabien gesagt hat, Syrien muss zu einem islamischen Staat gegründet werden. Bis jetzt war nichts islamisch, es muss islamisch gegründet werden. Und deren Ziel ist das, die Assad-Familie zu vernichten, weil Assad zu Menschenrechte oder Minderrechte hat er ernst genommen. Nochmal, ich befürworte nicht für keine Seite, aber es geht jetzt um christliche Rechte, um Minderrechte der Menschen. Lassen wir Religion da in der Ecke. Und die haben in Syrien war einzigste arabische Staat, die das akzeptiert hat. Und jetzt, die muss vernichtet werden, damit das ein islamischer Staat, wie genau die anderen Länder, Libyen oder auch jetzt Irak versuchen, die noch weiter wird bombardiert. Und Ägypten kommt auch noch dazu, dass sie islamischen Staat gründen und die alle anderen, die da leben, die werden ihre Rechte oder überhaupt nicht mehr dürfen leben. Und da gibt das auch in diese Syrian Truth auch Videoclips, wie die von außen kommende Terroristen die Menschen Allahu Akbar rufen und die Menschen wirklich schlachten, wie die Arena der Römerzeit.
dass sogar Kinder aufnehmen auf Handys. Da kann man sogar genau sehen, über 200, 300 Leute und die schlachten drei Köpfe. Ich kann man klar sehen und die sagen Allahu Akbar. Also ich hätte gewünscht, 2010 war ich Bundesverdienstkreuz Erhaltung. Danach hatte ich ein Referat für Konrad-Adenauer-Stiftung und unter Volker Kauder in Schwäbische Münd hatte ich gebettelt, dass das nicht so weit wie Irak kommt. Aber leider, was ich sehe, es ist schon schlimmer als Irak jetzt schon geworden. Wenn die Bomben kommen von außen jetzt nochmal oder Schlag kommt von außen, das wird noch schlimmer sein. Ich wünsche niemanden. Und dann gibt Rache natürlich. Osten wird Rache üben. Und das ist nicht wie Westen, dass man irgendwann mal Frieden schließt und dann ist abgehackt damit. Osten wird Rache. Waffen ist keine Lösung. Waffen ist keine Lösung. Waffen durch Waffen entsteht mehr Rache, mehr Hass, mehr Tötung, mehr. Und meist die zivile Menschen kommen unter der Füße. Ich persönlich, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht und traurig. Ich versuche jeden einzelnen Menschen durch unsere Vereine zu suchen, die in Not sind, zu helfen, ein Haus zu bauen. Und plötzlich kommt eine Bombe und die vernichten das. Ich bin jetzt eigentlich verzweifelt in dieser Hinsicht, was im Nahen Osten, ob Irak oder Ägypten oder Syrien jetzt ist. Alle drei Länder, im Moment bin ich ein bisschen selber schockiert, dass das so weit gekommen ist und unsere Arbeit so atemlos ist. Bis jetzt war ich optimistisch gedacht. Jetzt langsam fängt das bei mir Pessimismus anzufangen. Da bin ich traurig darüber, weil man fängt irgendwie im Grassroot-Level, wird in Englisch gesagt, also unten an, hilft man einzeln und dann auf einmal Tausende werden vernichtet, getötet und ihren Häuser werden zerstört. Es ist Katastrophe. Also es muss nicht jetzt diese Schlag sein von außen, müssen die unter sich irgendwie machen, auf alle Fälle diplomatische Wege suchen, aber nicht Schlag mit Bomben, da ist keine Lösung dafür. Das ist sehr gut gesagt und ich muss dem voll zustimmen. Ich möchte auch daran erinnern, dass ja die ganzen Medien haben ja eine angebliche Aussage von den Ärzten ohne Grenzen benutzt, um zu sagen, ja, es wurden da 3000 Menschen verletzt und 350 getötet. Aber heute hat der Chef von Ärzte ohne Grenzen gesagt, es ist ungeheuerlich, dass die ganzen westlichen Medien und Politiker uns nehmen, um ihren Angriffskrieg zu begründen. Denn wir haben nie gesagt, dass da Giftgas eingesetzt wurde. Wissen Sie, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, meine eigene Erfahrung dort vor Ort. Ich habe nur von niemand, von nie, keine Media. Ich war persönlich da, bis letzte Oktober war ich sogar in Syrien, persönlich. Weil wir helfen, wir haben Vereine gehabt, die irakische Flüchtlinge, leider sind Syrer selber dran. Wir versuchen, die Not einigermaßen Hunger und Durst zu stillen, soweit in unserer Macht steht, dass wir wirklich viele Hilfe bekommen haben vom Stephanuskreis oder von Konrad-Adenauer-Stiftung oder verschiedenen Gläubigen. Und ich versuche persönlich oft da runterzugehen. Jährlich war ich 3 bis 4 Mal in Syrien und in diese Nahen Osten-Länder. Und ich habe von betreffenden Personen, die es selbst erlebt haben, Beispiel ein Junge, der Splitter im Bein hatte. Und ich habe Ausbildung als Krankenschwester mal gehabt vorher. Und der kam zu mir traumatisiert. Und er sagte, Schwester, meine Beine tun weh, da sind noch Splitter. Die haben so schon Schale genommen an sich, aber die tun weh, schmerzhaft. Die sind oberflächlich, kann man die sogar sehen, so unterm Haut, aber die tun weh, entzündet ein bisschen. Und dann sagte er mir, ich habe gesagt, leider, ich bringe dich zum Doktor. Nein, um Gottes Willen, ich habe Angst. Ich bringe dich zur Apotheke mindestens. Nein, das nicht. Bitte machen Sie so. Ich habe gehört, dass Sie mal, Mumarida ist eine arabische Krankenschwester, dass Sie mal Krankenschwester waren oder sind. Versuchen Sie, ich habe gesagt, um Gottes Willen, ich habe nur meine Sicherheitsnadel für meinen Schleier und nun Pinzette. Nur das habe ich, mehr kann ich, ich kann Ihnen nicht helfen. Nein, bitte machen Sie so weit, wie Sie können. Okay, ich habe versucht bei ihm, nach meinen Möglichkeiten, da floss Blut und das tat mir schon weh. Ich habe niemanden operiert, ich bin nur einfache, ganz einfache Krankenschwester gewesen. Und jetzt plötzlich muss ich jemanden operieren unter diesen Umständen. Und da sage ich, tut mir leid, ich tue Ihnen weh. Und er sagte, nein, Schwester,
wenn das wehtut, dann denke ich an meine Kollegen, also Soldaten, staatliche Soldaten. Der sagte, ich stehe, letzte Woche bin ich aufgestanden, da sind 7 Köpfe vor meiner Tür, ich musste darüber springen, soweit ich meine Tür aufgemacht habe. Da denke ich an diese Köpfe, da mir, wenn ich auch meine Füße abhacken, da wird das nicht wehtun, weil meine Gedanken da sind. Da sind die eigene Erfahrung. Oder ich habe noch einen in Nordsyrien getroffen, der sagte, der war unterm Jeep gerettet worden, der sagte, die Rebellen haben uns angegriffen. Bevor die kamen, habe ich die gesehen, durch den Dienst habe ich mich unterm Jeep versteckt, aber meine Kollegen, die wurden geschlachtet vor meinen Augen. Die sehen mich nicht, aber ich sehe die. Und die haben deren Kleider ausgezogen und und dann angezogen. Die Rebellen haben die angezogen und dann die alles aufgenommen auf Video. Und das wurde publiziert, dass die staatlichen Soldaten sowas mit Zivilisten machen. Er hat bezeugt und sogar, der war natürlich christlich, die ich mit ihm gesprochen habe, der hat wirklich bei Gott geschworen, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und der versuchte auch zu fliehen, weil er sagte, ich habe keine Chancen mehr. Nicht bei Staat zu bleiben, bin ich nicht sicher. Und bei Rebellen zu bleiben, ist nicht sicher. Und einfach so, ich will raus aus Syrien, egal wie, Hauptsache rette ich jetzt mein Leben nach dem, was ich gesehen habe. Ich kann nicht mehr hier leben. Der Mann ist noch in Syrien, der ist noch nicht raus. Ich habe ihn in Syrien interviewt oder mit ihm gesprochen. Auf jeden Fall, sowas wird unterstellt, vieles. Ich sage nochmal, ich bin nicht an keiner Seite. Ich bin einfach Ordensschwester, ich wünsche Frieden. Aber es wird viel unterstellt, auch mit diesen Chemiegeschichten. Und das wird viel unterstellt. Ich habe auch die Videoclips gesehen, wie die Chemie-Dinger basteln oder machen oder bombardieren wollen oder probieren wollen. Das kann nicht sein. Wie Sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass vor Nase der Außenleute sowas vorgeführt wird. Das sind diese, die halt bewusst geplant das machen und nach außen zeigen, schauen Sie, der Assad ist schuld oder die Stadt ist schuld. Das muss, damit die Leute von außen scharf werden. Herr Friemann, Sie haben richtig geschildert auch. Ich stimme zu, was Sie gesagt haben. Und das ist leider Gottes, Westen ist zu blind, die weiß nicht, auch die Medien, die spinnen manchmal, die spinnen echt, die wissen gar nicht. Beispiel, es wurde über die 2 Bischöfe, die an der syrisch-türkischen Grenze entführt worden, römisch-orthodox und syrisch-orthodoxe Bischof von Aleppo, da sind schon fast nah 200 Tage entführt worden, noch niemand weiß, wo die sind. Nach zwei Tagen kam Nachricht durch alle Fernseher weltweit, dass sie schon längst befreit sind, aber bis heute sind nicht befreit, niemand weiß, wo die sind. Und diese Media spielt verrückt. Die recherchieren nicht genug, die recherchieren nicht haargenau, und wenn ihnen jemand lügt, die Gegner, die lügen immer. Immer. Egal welche Seite, die lügen immer gegenüber den anderen. Und da muss man wirklich recherchieren, eigene Erfahrungen zu haben, um zu glauben und dann veröffentlichen. Und ich appelliere hier, wer uns hört, auch für diese 2 Bischöfe, wenn überhaupt noch leben, dass sie freigelassen werden langsam. Das ist richtiger Angriff an die christliche Glaube. Wenn die 2 Bischöfe, was haben die getan? Entführt und missbraucht, deren Chauffeur wurde sofort ermordet. Was soll das? Also ich kann das bestätigen. Ich habe das auch von anderen Quellen entsprechend gehört, dass sich die Rebellen die Uniformen der syrischen Armee anziehen. Ja. Hundertprozentig. Dann die Kameras laufen lassen und dann ganz schlimme Verbrechen begehen, und das Ganze wird auf YouTube hochgeladen und dann wird gesagt, aha, das waren sie, oder? Das ist das. Augenzeuge persönlich haben die mir persönlich mitgeteilt, vor Ort. Ja. Und ich meine, ich will noch darauf zurückkommen. Es werden die Aussagen von so Organisationen wie Ärzte ohne Grenze, die werden einfach missbraucht und die werden auch mit Spin, nicht? Wir wissen ja, was das bedeutet, die werden einfach verdreht, so wie sie es wollen. Ja? Ja. Und wie gesagt, heute hat der Chef von Ärzte ohne Grenzen gesagt, er verbittet, dass diese Sachen benutzt werden, um einen Krieg anzufangen, ja, weil das stimme gar nicht und so weiter. Ich meine, es ist einfach, wir müssen einfach wissen, dass
Diese Leute, die diesen Krieg wollen, denen ist es völlig egal, ob da jetzt Beweise sind oder nicht. Die wollen einfach diesen Krieg und fertig, und sie wollen Syrien vernichten. Und das hat auch viel damit zu tun, was Syrien geschichtlich darstellt, zum Beispiel auch in der christlichen Religion, und auch was es strategisch, geostrategisch darstellt. Ja? Das aber muss Herr Friemann, Entschuldigung, Sie zu stoppen. Herr Friemann, Sie sollen nicht vergessen, dass da inzwischen in Nordsyrien viele Ölpipelines gibt, da viel Ölquellen gibt, dass die Amerikaner... Das meine ich ja, das meine ich ja mit Geostrategie. Ja, ja. Es die wollen ausbeuten, genauso wie in Irak. Genau. Ich meine, ich habe jetzt gestern das Gespräch oder Teile des Gespräches von Prinz Bandar aus Saudi-Arabien, der ja der Geheimdienstchef ist, der wo vor 3 Wochen bei Putin in Moskau war. Und er hat ja den Russen diverse Geschenke offeriert, wenn sie Syrien fallen lassen. Unter anderem ist es auch, dass Saudi-Arabien verhindern würde, dass die Pipeline von Katar nach Türkei durch Syrien geht. Und das zeigt, dass sie tatsächlich diesen Plan haben und dass es um die Pipeline geht. Ja? Das sowieso, da wollte ich auch drauf kommen, ja. Das erinnert an Afghanistan, da ging es auch mal um eine Pipeline. Genau. Bis die Taliban das nicht mehr wollten. Und das heißt also, es kommen ja aus verschiedenen Richtungen die Pipelines in Syrien. Syrien ist praktisch wie so ein Knotenpunkt, ja. Da kommt die Pipeline von Ägypten über Jordanien hoch. Es ist diese geplante Friedenspipeline von Iran über Irak nach Syrien. Es ist auch die, wo ich gerade erwähnt habe, die von Katar rüberkommen soll. Und das Ganze ist darum, um Gas nach Europa zu liefern. Und darum geht es. Und es geht um diese Machtbeherrschung. Also wer beherrscht jetzt diese ganze, den Hahn auf der Gaspipeline? Das ist eine Sache. Es gibt ja verschiedene Motive. Das kommt darauf an, ob ich aus Saudi-Arabien das sehe oder aus Amerika und ja. England das sehe. Die haben unterschiedliche Motive, wollen aber alle das gleiche Ziel. Ja? Und das ist einfach, Syrien komplett platt zu machen. Ja. Das ist unglaublich, was das für ein Verbrechen bedeutet, ja. Was ich gerne ergänzen möchte, ist, dass mit dem saudischen Geheimdienstchef Bandar, da hat die EU Times drüber geschrieben und Moment, da wird ja erwähnt, dass es da um tschetschenische Kämpfer geht. Und wie kommt Saudi-Arabien an tschetschenische Kämpfer? Das ist die einzige Verbindung, die mir einfällt. Es geht aus einem Artikel von Peter Dale Scott hervor, ein amerikanischer Journalist. Ein Artikel von ihm ist im Hintergrund.de in übersetzter Form verfügbar, das heißt das geheime Drogennetzwerk der CIA, das im Al-Qaida eine wichtige Rolle gespielt hat bei dem Aufstand in Afghanistan, Mujahedin, später in Tschetschenien eingesetzt war und dann später im Kosovo, und so lange scheinen sie sich mit den Amerikanern vertragen zu haben, und jetzt erzählt ein saudischer Geheimdienstchef etwas davon, dass Saudi-Arabien tschetschenische Kämpfer unter Kontrolle habe. Ich kann es mir nicht anders erklären, mir ist nichts anderes bekannt. Ich kann es schon erklären, dass heute Saudi-Arabien die kontrolliert statt USA. Die Saudis, das ist bekannt, die Saudis haben schon seit 20 Jahren, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, unterstützen sie mit Geld und Waffen die Tschetschenen in diesem sogenannten Unabhängigkeitskampf in Tschetschenien. Dieser Kampf in Tschetschenien ist schon immer von Saudi-Arabien finanziell unterstützt worden. Und deswegen haben die unter Kontrolle, und deswegen tun sie sie auch überall sonst einsetzen.
Sie setzen sie überall dort ein, wo sie Terror haben wollen, ja, und auch in Syrien. Und es ist unglaublich, dass der Prinz Bandar dem Putin gesagt hat, dass wenn er nicht, also wenn Russland nicht diese Geschenke annimmt, dass sie dann dafür sorgen werden, dass die tschetschenischen Terroristen in Sotschi im Februar bei der Winterolympiade Terroranschläge machen werden. Damit hat er gedroht. Und das ist ein unglaubliches, das. Da ist das Verhalten von dem Herrn Bandar aus Saudi-Arabien passt gar nicht dazu, dass man jetzt diesen Luftschlag auf Syrien machen will, obwohl man damit rechnen muss, dass dann, ist beim gleichen Artikel der EU Times, man damit rechnen muss, dass Russland dann Saudi-Arabien angreift und auch damit rechnen muss, je nachdem, was man Syrien antut, dass auch China Syrien beisteht, dass wir also einen Weltkrieg haben. Das, aber das wollen ist so Sie unlogisch. Doch. Ja, das aber das ist nicht unlogisch, das ist völlig logisch, aber genau das wollen Sie. Dann braucht er ja wegen der Winterspiele gar nicht mehr drohen, denn wenn es einen Weltkrieg gibt bis dahin, dann gibt es auch keine Winterspiele. Das finde ich so unlogisch. Als ob die Saudis gar nicht richtig involviert sind und nicht zu Ende denken. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Aus der Sicht Amerikas werden die Saudis auch weggeräumt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist ja interessant, dass ja Amerika in den letzten 12 Monaten zum größten Ölproduzent der Welt avanciert ist wegen dieser ganzen Fracking-Geschichte. Das heißt, durch diese neue Technologie aus Teersand und so weiter Öl rauszuholen, ist Amerika, und dadurch, dass sie die ganzen Ölquellen wieder eröffnet haben, die sie ja bewusst geschlossen haben, ist ja Amerika jetzt mehr oder weniger bald unabhängig von importierten Öl. Das heißt, die brauchen die Saudis gar nicht mehr. Deswegen ist es ihnen scheißegal dort. Die Saudis können verschwinden. Die brauchen das Öl nicht mehr. Wer das Öl braucht, das ist China, Indien, also und Japan, die ganzen asiatischen Länder, die brauchen noch das saudische Öl, aber nicht Amerika. Das heißt, Das scheint also so, als ob selbst die Saudis hier für dumm verkauft würden. Das waren sie ja schon immer. Die sind ja immer schon ein Bauernopfer oder ein Werkzeug gewesen für die ganze Geschichte. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Afghanistan-Krieg wurden ja auch die ganzen Saudis benutzt von den Amerikanern. Das heißt also, wer ist denn Osama Bin Laden und Al-Qaida? Wer hatten die geschaffen? Das haben doch die Amerikaner geschaffen. Das hat ja die Hillary Clinton selber zugegeben, dass das ein Kind von ihnen ist. Sie haben die geschaffen, damit sie gegen die Sowjets in Afghanistan kämpfen. Ja? Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt nur einen Terrorstaat und das ist Amerika, weil die produzieren die ganzen Terroristen und benutzen sie überall. Mit Hilfe von den Saudis und anderen, die dann das Geld beisteuern oder die Leute dazu beisteuern. Hm. Und das ist ja so. Warum hat er genau über Sotschi geredet? Das ist ganz klar, weil ja die Olympiade im Februar, das ist dieses persönliche Prestigeprojekt von Putin. Da trifft man ihn aber ganz, ganz schwer, wenn man das sabotiert. Ach, ja? das sagt er vielleicht nur, vielleicht will er ja einen Weltkrieg und will Putin persönlich an den Gefühlen manipulieren, damit Putin darauf anspringt und nicht erkennt, welche Möglichkeiten es gibt, den Krieg zu verhindern. Sie tun ja alles, um den Krieg zu verhindern. Sie weigern sich im UNO-Sicherheitsrat einen Militärschlag zuzustimmen, ja. Und eine positive Nachricht ist ja jetzt, die ist jetzt erst eine Stunde alt. Und das ist nämlich, dass die britische Opposition dem Cameron gesagt hat, sie wird keinen Angriff zustimmen, außer sie kriegen einen UNO-Mandat. Ich meine, das ist ja schon mal eine Bremsaktion, um Cameron auszubremsen, dass der, ja. Wann stimmt man denn ab in Großbritannien? Ja, das läuft ja jetzt gerade. Die wollen ja heute. Heute wollte er doch abstimmen lassen. Ja, die wollen das noch durchpushen bis zum Sonntag, weil am Sonntag sollen ja angeblich die
UNO-Inspektoren wieder aus Syrien abgezogen werden. Ja, das heißt also, wir können damit rechnen, dass ab nächste Woche die Bomben fliegen. Ich meine, das ist unglaublich, was da abgeht. Ja? Mir kommt das manchmal so vor, man sieht ja manchmal so in so Krimis, so Geistesgestörte, die irgendwie, was weiß ich, wirtschaftlich ruiniert sind oder sonst irgendwie Probleme haben, die dann nicht nur sich das Leben nehmen, sondern noch ganz viele andere mit da hineinreißen. Vielleicht werden ja solche Entscheidungen hier von Geistesgestörten getroffen oder dass Geistesgestörte möglicherweise sich unter die Berater gemischt haben oder... Ich meine, das ist doch mittlerweile klar, dass wir von Psychopathen regiert werden. Das ist doch, das muss doch jeder, der Augen im Kopf hat, muss doch das sehen. Das sind Psychopathen, die haben überhaupt kein Gewissen. Das ist denen alle, Menschen töten ist für sie normal. Das ist doch alles eine Heuchelei, dass sie dauernd sagen, ja, es geht um Menschenrechte und um Schutz der Bevölkerung. Wie kann man die Bevölkerung schützen, indem man ihnen Bomben auf den Kopf haut? Ich habe da den ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy im Gedächtnis. Wenn man was angezweifelt hat, so von wegen im Namen des Euro dieses oder jenes tun, dann hat er immer davor gewarnt von einer Riesenkatastrophe und habe gedacht, ist das Rhetorik? Oder jetzt frage ich mich langsam, ob man das macht, wenn man jetzt meint, dass die Bankenbereicherung nicht genug ist. Ich frage mich, oder so zu viele Sachen rausgekommen sind. Ich frage mich, ob das ein Grund sein kann, möglicherweise, dass, ich meine, bei diesen, bei manchen militaristischen Netzwerken haben ja gerade auch große Banken, sind sehr stark vertreten. Ich gebe zu, dass das eine Hypothese ist, aber wenn wir nächste Woche Krieg haben, dann sollte man, bevor Krieg ist, die Sache zumindest mal ansprechen, ob es das so sein könnte. Schau, es geht ja auch darum, von den ganzen eigenen Problemen abzulenken. Wir wissen doch mittlerweile, dass Amerika wieder am Anschlag ist. Sie haben wieder die Schuldengrenze erreicht. Also es kommt jetzt wieder zum Punkt, wo der Kongress das Schuldenlimit erhöhen muss. In England sieht es nicht viel besser aus. Das heißt, das ist doch altbekannt, dass Regierungen, wenn sie an der Wand stehen, dann müssen sie draußen einen Feind erfinden, den sie angreifen, um die Bevölkerung von den internen Problemen abzulenken. Ja, das ist ein Trick, den haben schon alle verwendet. Wieso hat Margaret Thatcher sich einen Krieg mit Argentinien angefangen wegen dieser blöden Felseninsel im Atlantik? Das war doch nur Ablenkung aus den internen britischen Problemen. Es ging doch nicht um ein paar Schafe zu retten dort. Es ist nur, solche Kriege, die man gemacht hat zur Ablenkung, die waren in der Regel räumlich wesentlich, wesentlich begrenzter und man meinte, das unter Kontrolle zu haben. Hier ist es doch offensichtlich, dass man mit einer Reaktion Russlands und Chinas rechnen muss. Ja, natürlich. Und das ist ja das, was so gefährlich ist an dem Ganzen. Ich meine, man hat ja bisher immer nur sozusagen, es war ja so, in den letzten 30 Jahren war ja die Sowjetunion und China, die waren ja irgendwie schwach. Und die haben sich mit ihren eigenen Problemen beschäftigen müssen. Aber das hat sich ja in den letzten Jahren geändert. Und jetzt sind diese Staaten wieder stark. Und jetzt können die auch Nein sagen. Ich meine, die haben ja auch dazugelernt, dass der Westen sie ja da und belügt und verarscht. Das hat man ja mit Libyen gesehen. Ich meine, da wurde im UNO-Sicherheitsrat eine sogenannte No-Fly-Zone genehmigt. Aber das war ja nur der Vorwand, damit man das ganze Land kaputt machen kann. Ja? Und aus dem haben sie gelernt und deswegen sagen sie jetzt nein, diesmal nicht. Ja. Und im Endeffekt geht es auch um Israel. Das heißt also, es geht darum, das umzusetzen, was Israel will. Ja,
Und die wollen, da ja alle anderen Nachbarstaaten ja eh schon Vasallen sind, muss man den letzten, der noch im Weg steht, auch noch wegräumen. Ja. Ich habe da meine Zweifel, ob Israel nicht vielleicht eher als ein Symbol benutzt wird, um das Völkerrecht zu brechen, weil man weiß, dass das israelische Volk eines der Völker ist, was eines der zahlenmäßig größten und schlimmsten Völkermorde erlitten hat. Eines. Es gibt einige wenige Völker, die ähnlich Schlimmes oder noch mehr Opfer erlitten haben. Und dass man dann denkt, wenn man Israel instrumentalisiert, dass man sich dann mehr rausnehmen kann. Ich frage mich, ob das nicht einfach ein schmutziges Spiel ist, die Israelis, dass das Schuld Bewusstsein zu instrumentalisieren. Ja, das ist ein Teil davon, aber es geht darum, das Groß Israel umzusetzen, oder? Was ja ganz klar passieren wird. Wenn jetzt der Angriff kommt, ja, und auch Assad weggeräumt wird oder was immer, dann wird Syrien aufgeteilt. Dann kommt die Türkei und nimmt sich ein Stück vom Kuchen, dann kommt Israel und nimmt sich ein Stück vom Kuchen, Jordanien nimmt sich was und Saudi-Arabien und alle holen sich was und werden das dann mit sogenannten Sicherheitspuffern begründen. Jeder muss ja dann einen Sicherheitspuffer vor seinem Grenze haben und dann werden sie Syrien aufteilen. Das ist interessant, die Idee mit den Sicherheitspuffern, das hat unter anderem die Brookings Institution im Papier März 2012 angesprochen, ob das ein Konzept sein sollte. Die hatten so ein Papier rausgebracht zum Sturz Assads, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Jetzt, wenn man das Ganze aus der religiösen Seite sieht, wir dürfen nicht vergessen, was Damaskus rein für den christlichen Glauben bedeutet. Das ist ja der Ursprung mehr oder weniger des christlichen Glaubens. Ja? Wer war denn dort? Ne? Paulus, oder? Und daher, das muss auch weg, das muss vernichtet werden. Aber wer hat so ein Interesse? Wer macht sowas? Doch kein echter Moslem. Die Satanisten. Das sind die Psychopathen, die Satanisten, die diese ganzen Kriege immer machen. Das sind doch alles Teufelsanbeter. Die denken doch ganz anders. Für sie ist das die Umsetzung. Ja? Das war doch schon immer das Ziel, das Christentum zu vernichten. Herr Friemann, ich stimme Ihnen in dieser Hinsicht sehr zu, weil Syrien, wie ich gesagt habe, ist das einzigste Land arabische, unter Anführungszeichen arabische Land, die Freiheit den Christen gegeben hat, voller Freiheit. Das heißt, sie dürfen Beispiel Aramäisch in ihren Muttersprachen Unterricht erteilen. Und kein anderes Land im Nahen Osten oder irgendwo arabische Richtung. Die Minderheiten oder die Christen haben diese Rechte gehabt, außer Syrien. Und genau. Das ist wirklich... In welcher Sprache hat denn Jesus gesprochen? Aramäisch. In Aramäisch. Das ist auch meine Muttersprache bis heute. Und die Christen, die Wege der Christenheit ist noch in Syrien. Und es war in Syrien und jetzt leider sind so weit, dass von um 4 Millionen herum sind jetzt über 3/4 der Christen schon längst geflüchtet aus Syrien, weil die wussten, was auf sie zukommt. Die waren wieder zwischen den Fronten geraten, zwischen den Kurden, der Nordteil, dass auch die Kurden Moslem sind, zwischen den Rebellen, zwischen den Terroristen, die aus Saudi-Arabien kommen, Al-Qaidas Gruppen und dann der Staat, dass sie zum Militär gezogen werden, um das Land zu verteidigen. Also so aus diesen Gründen sind die Christen leider Gottes Minimum drei Viertel schon längst raus aus dem Land. Und die da geblieben sind, haben die keine andere Chancen gehabt wegen finanzieller Unterstützung oder überhaupt finanziell konnten die nicht rauskommen.
Und manche haben auch getrotzt gesagt, nein, wir halten zu unserem Staat und wir sind hier, wir bleiben, wir verlieren unsere Rechte nicht hier. Aus verschiedenen Gründen sind noch ein paar da geblieben. Aber leider, Christentum ist jetzt fast in Syrien auch vernichtet worden. Und das wird noch mehr tagtäglich. Die Christen geraten unter der Fronten und da werden die geschlachtet, bewusst. Die christlichen Soldaten werden die als erstes barbarisch vernichtet, weil die meisten Generäle waren auch christlich. Der Herr Friemann ist weg vom Bild, ne? Ist nicht mehr da. Können wir ihn wieder reinholen? Ja, wenn es möglich ist. Okay. Ja, bitte, bitte, ich, Technik wieder reinzuholen. Ich wollte noch mal hier sagen, dass, ja. Dass die Christen noch mal einen Schlag kriegen, genau wie in Irak. Und ich habe Befürchtungen jetzt, dass Christentum oder die Wurzeln der Wege der Christenheit, die Christenheit stammt aus Osten und die wird jetzt abgehakt. Ihre Wurzeln werden abgeschnitten und ich weiß nicht, ob ein Baum ohne Wurzeln leben kann weltweit. Das ist diese Rolle des Osten. Es ist leider sehr traurig, was da alles abläuft. Den gesamten Osten ist Syrien jetzt, Irak und Ägypten und Türkei, sowieso haben die das vernichtet. Bis heute erkennen das Völkermord nicht an, obwohl Millionen Menschen 1915 getötet haben. Wenn jemand mein Buch lesen will, ich habe ein ganz kleines Beispiel von meiner Oma gegeben, Seite 55. Es geht ums Überleben. Bei Herder Verlag kann man das nachlesen ein bisschen. Und wenn jemand weiter Informationen haben will, ich habe genug Informationen über das 1915. Und Türkei hat bis heute noch nicht zugestimmt, dass das passiert ist überhaupt. Und wer jemand davon redet, wird entweder in Gericht oder in Gefängnis geworfen. Und das ganze Welt schaut zu, auch Westen schaut zu. Damals hat auch Westen, deutsche Generäle waren auch dabei, die haben einfach Auge zugedrückt und einfach die Christen vernichten lassen und nichts bis heute dafür getan. Es wurde jetzt manchmal in Brüssel, Banu und Australien und verschiedenen Ecken in Armenien gelegt für diese, aber bald werden 100 Jahre und keiner hält zu den Christen von Westen und zu sagen, ja, es war so, wir haben historische Daten. Keiner traut sich darüber zu sprechen oder will darüber sprechen. Ach, ist egal. Denn Glaube spielt fast im Westen leider Gottes nicht keine Rolle. Aber in Saudi-Arabien oder im Osten, Glaube spielt doch eine große Rolle. Und die wollen das Welt vernichten, damit sie Macht haben. Deren Ziel ist, die ganze Welt zu islamisieren. Und das sollten wir nicht ausklammern. Das ist wichtig, das von deren Blick zu sehen, dass deren Glaubensgrundlagen so von denen fordern. Die tun das im Namen Allah. Die sagen Allahu Akbar und die schlachten die Menschen. Und das, ich würde der Westen gesamte sagen, dass sie nicht Psychopath sein sollen und ein bisschen nachdenken und nicht deren Trommel schlagen, sondern um nachzudenken und zu verhindern, diese, hoffentlich nicht, diese dritte Weltkrieg nochmal. Das ist deren Ziel, denn die sind auf den Nahen Osten, gesamt ist meist islamisierte Länder, und die pochen darauf oder die warten darauf, dass Welt zusammengerüttelt wird, damit sie dann ihre Ziel erreichen. Auch wenn man von Westen sieht, das ist dumm, da sind nicht dumm, das ist deren Ziel von deren Glaubenssicht her. Die sind bereit, sich zu opfern. Die wissen ganz genau, wie viele, die sagen, die gehen direkt, die werden Zeugen vor Gott sein, direkt in den Himmel, wenn sie sich selbst explodieren. Und das sollen wir nicht wissen, dass für deren Glaube belegt das oder unterstützt das oder fördert das. Und das soll nicht ausgeklammert werden. Ich habe eins muss ich dazu sagen. Viele von diesen sogenannten Rebellen, die ganz klar Terroristen sind, sind ja ganz gewöhnliche Kriminelle. Die haben mit Religion nichts zu tun, sondern die saudische Regierung hat tausende Gefangene freigelassen mit der Auflage, dass wenn sie nach Syrien gehen, dann können sie aus dem Gefängnis raus. Ja, das auch noch dazu, ja.
sage nicht nein. Das sind Mörder, das sind Vergewaltiger, das sind Kinderschänder, das sind alles zusammen, wird nach Syrien geschickt aus den Gefängnissen, ja, um mit, dann sagt man ihnen, oh, ihr könnt frei, aber ihr müsst da drüben kämpfen. Ja, dann, deswegen kann man auch diese Köpfe abschlagen und diese ganzen Sachen und ins Genick schießen, das kann man alles damit erklären, zum großen Teil. Das sind Schwerverbrecher, die da freigelassen wurden. Ja, stimmt. Ja, man ist sprachlos. Ich, am Anfang sah es ja noch so aus, als ob die Aufständischen, als ob es überwiegend echte Aufständische wären. Aber inzwischen scheint ja, wenn ich nochmal auf diesen FAZ-Artikel zurückkommen darf, selbst Aufständische waren vor den ganz Radikalen wie der Al-Nusra-Front und dass denen Chemiewaffen letztes Jahr schon in die Hände gefallen waren. In dem gleichen FAZ-Artikel wird Assad zitiert, dass er gesagt hat, im eigenen Land werden die Syrer niemals Chemiewaffen einsetzen, unter gar keinen Umständen. Bevor überhaupt etwas passiert ist, hat Assad das gesagt und wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert, die nun bestimmt kein Sprachrohr des Ostens ist, wenn man bedenkt, dass deren wichtiger Auslandsreporter von denen, der Herr Frankenberger, bei den Trilateralen involviert ist. Und Trilateral ist vielleicht nicht so militaristisch, aber ist ja schon ein Think Tank, der wo Interessen westlicher Konzerne diskutiert werden, zumindest Wirtschaftsinteressen. Ich meine, wenn die FAZ das bringt, dann scheint da ja schon erheblicher Dissens zu sein zwischen den der Opposition Syrien. Kleinen Moment, ich kriege gerade die Nachricht, wir haben mehrere Zuschauerfragen bekommen. Kleinen Moment bitte, muss ich einmal kurz lesen? Kannst du das Fenster einmal größer machen, Sarah? Kleinen Moment, ich lese einfach mal die Frage vor. Zuhörerfrage. Laut der privaten Informationsindustrie, aber auch den öffentlich-rechtlichen Massenmedien, wird immer wieder ein Bloomberg-Artikel als Beweis herangezogen. Allerdings wird hier nur ein nicht namentlich genannter UN-Vertreter als Quelle genannt. Meine Frage an alle Teilnehmer im Interview, wie viel an Restglaubwürdigkeit geht hier verloren? Ich habe von dem Artikel noch nichts gehört. Ich auch nicht. Also von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Na, da müsste man mehr wissen. Okay, vielleicht, wenn dieser Zuhörer uns hört, vielleicht einmal uns den Link schicken, dass wir uns damit beschäftigen können und dann informierte Meinung bilden können. Ich, normalerweise seriöser ist es, wenn man solche weitgehenden Aussagen macht. Ich denke, das soll ja beweiskräftig sein, wenn ich das richtig verstehe, für die Frage, ob Giftgas eingesetzt worden ist, Chemiewaffen eingesetzt worden sind und wer es getan haben könnte. Dann sollte man schon Leute namentlich zitieren, damit andere Medien nachfragen können, ob man oder Artikel nachlesen können, Formulierungen sich selber anschauen können, ob sie zum gleichen Ergebnis kommen. Wo jemand nicht namentlich genannt werden will, würde ich immer mit Vorsicht genießen. Aber erst bitte um den Artikel uns zu nennen, dann können wir es genauer angucken. Ja. Im Internet werden einige mögliche Kriegsgründe gegen Syrien aufgelistet. Welche der folgenden kann man als Kriegsgrund ausschließen? Oder ist das Gesamtpaket an Gründen die tatsächliche Motivation für eine Intervention? Also hier hat ein Fragesteller mehrere Überlegungen angestellt, was Kriegsgrund sein könnte. Ja, da kann ich gerade einwenden. Mit Logik kann man diese Sache doch nicht betrachten. Das ist irrational. Es gibt sicher auch logische Gründe sozusagen, und die haben wir ja schon erwähnt, wegen Pipelines und so weiter, ja, strategische Situationen neben Israel und so weiter. Aber grundsätzlich kann man das nicht rational beantworten. Das ist das sind Psychopathen, fertig. Ja, aber von mir aus kannst du die einzelnen Kriegsgründe, die möglich sind, aufzählen. Dann können wir ja sagen, ja oder nein.
Ich meine, es könnte sie vielleicht abgeschaut sein von einem Video von einer syrischen regierungstreuen Aktivistin namens Syrian Girl. Da habe ich einen Teil der Gründe schon gelesen. Syriens Zentralbank ist in staatlicher Hand. Dann Syrien hat keine Schulden beim Internationalen Währungsfonds. Syrien lehnt Monsanto und genmanipulierte Nahrungsmittel ab. Syrien besitzt riesige Ölvorkommen. Syrien hat natürliches Erdgas. Syrien hat Wasser, das die Nachbarländer begehren. Syrien ist mit China, Russland und Iran eng verbündet. Frankreich und Großbritannien möchten das Sykes-Picot-Abkommen so gerne. Das sagt mir jetzt im Moment leider nichts, was das ist. Ich meine, dass alle die aufgezählten Gründe können natürlich, sagen wir mal, ein Motiv sein, ja. Sicher, könnte sein, ja. Aber die zu hinterfragen, welches Motiv habt ihr? Ich meine, welches Motiv hatten sie, den Irak anzugreifen? Ja? Und 10 Jahre einen Krieg zu führen? Haben sie denn dort jetzt Demokratie oder wie? Oder herrscht dort Frieden oder wie? Wenn man das vergleicht, also das mit der Gentechnik, das haben sie auch mit durchgesetzt. Da hatte Paul Bremer nicht auch irgendwo Verwalter stand doch auch der Saatgutindustrie nahe, Gentechnikindustrie nahe. Ja, ich sage ja, das sind alles mögliche Gründe, sicher, ja, kann sein. Der Irak ist ja noch früher auf Konfrontation gegangen, anders als Syrien. Der Irak wollte das Öl lieber in Euro verkaufen als in Dollar, mit der Dollar abstürzt. Da, und beim Irak ging es vielleicht auch um Wiederaufbauaufträge. Hat die Public Citizen, die Verbraucherorganisation größere aus den USA, damals einen Bericht gemacht, Mitte 2003, als der Krieg leider schon im Gange war. Sie haben auch nichts aufgebaut. Das ganze Geld wurde unterschlagen. Das ist ja alles durch Korruption unterschlagen worden. Da ist ja nur ein Bruchteil von den Geld ist ja wirklich für den Aufbau verwendet worden. Irak war ein Selbstbedienungsladen, wo die Leute kofferweise das Geld rausgezogen haben. Ein Offizier, der ein amerikanischer Offizier, der nicht als Millionär aus Irak zurückgekommen ist, hat einen Fehler begangen. Denn es war ein Selbstbedienungsladen. Da waren palettenweise Dollars dort und man konnte sie einfach abgreifen. Was sie im Irak ja auch gemacht haben, ist zum Beispiel hoffte man auf Wiederaufbauaufträge. Es gab damals einen Verein für Regimewechsel, hat unter anderem Naomi Klein in dem Buch Die Schockstrategie darüber geschrieben. Und da hoffte man auf Wiederaufbauaufträge. Und einer, der bei dem Verein involviert war, da wollte ich jetzt wieder auf den Bericht von Public Citizen zu sprechen kommen, das war Mitte 2003, das war ein Herr Schulz, der auch wichtigen Posten bei der Firma Bechtel hat. Und Bechtel hat unter anderem beschäftigt sich mit Trinkwasser und ist eine Baufirma und hoffte da auch auf Wiederaufbauaufträge. Und ausgerechnet, der ist im Verein für Regimewechsel. Und da waren auch eine ganze Menge andere Wirtschaftsvertreter in diesem Verein für Regimewechsel, die sich davon dann entsprechend durch den Krieg oder eher durch Wiederaufbauaufträge mehr Geschäfte erhoffen, wo Irak sonst für amerikanischen Firmen wohl eher dicht gemacht hat. Ja, das ist richtig. Nur den Wiederaufbau, der hat nicht stattgefunden oder der hat nur als Fassade stattgefunden und dann haben sie mit überhöhten Rechnungen das Geld abgegriffen. Das heißt, sie haben 10 Millionen kassiert und für 1 Million was gemacht. Ich meine, der Irak ist doch von der Infrastruktur komplett kaputt. Jeden Tag Stromausfälle, keine Wasserversorgung, keine Abwasser, medizinisch am Boden. Die Amerikaner haben im Irak eine verbrannte Erde. Ja. Die ganze Verseuchung durch die Radioaktivität, durch die Uranmunition, wo ganze Land verseucht ist
Und die Bevölkerung, die nimmt das mit der Nahrung auf und mit dem Trinkwasser und dann gibt es Krebsfälle ohne Ende und sowieso die ganzen Kinder, die auf die Welt kommen, völlig verkrüppelt. Das ist ja so ein Verbrechen, was da abgelaufen ist und wo weiterhin geht. Und das Gleiche wollen sie jetzt mit Syrien machen. Was mir nicht einleuchtet, ist, Syrien ist doch viel kleiner. Syrien hat im Vergleich zum Irak doch bestimmt wesentlich geringere Ölreserven. Ich frage mich, ob es da vielleicht in Syrien mehr um strategische Interessen geht als im Vergleich zum Irak und weniger um Wirtschaft. Dass es konkret geht, darum geht, Iran, China und Russland herauszufordern. Dass das vielleicht eher das Ziel ist als wirtschaftliche. Vielleicht kann das beide sein. Beide Möglichkeiten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Aber ich weiß, dass auch in Nordsyrien genug Öle auch gibt. Also das heißt, da sind schon, ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass bis vor ein paar Jahren waren nur eine Maschine oder eine Pumpe, das gehört der syrische Staat. Und jetzt plötzlich gibt dieselbe Quelle, drumherum sind 5 oder 6 Maschinen, die gehören alle Amerikaner in Nordsyrien. Auf jeden Fall, da kann man dafür herfahren und kann man die sogar mit eigenen Augen sehen. Ich habe die alle selber persönlich gesehen. Und da habe ich gefragt, vor ein paar Jahren war nur eine und jetzt plötzlich sind es 6, 7 oder was weiß ich mehr. Und da sind die amerikanischen Pumpen. Auf dem Rebellengebiet. Ja, das gehört jetzt. Die haben in Türken, ja, in Rebellengebiet ist das jetzt. Das sind Kurden, Türken, Rebellen, das ist in deren Händen. Das ist in Nordsyrien direkt. Das ist schon, ich meine, es ist mitten im Konflikt und ja. Die gehen schon an die Erdölquellen ran, obwohl sie damit rechnen müssen, dass die teuren Fördereinlagen zerstört werden beim Konflikt. Ja. Die Stimme von Friemann kommt nicht durch. Der ist wieder aus, der Friemann. Was ich mir denken könnte, was es ist, es gibt im Internet kursiert ein Video, also sind viele Sprachen übersetzt und Interview mit einem anonymen britischen Informanten, das war ein strategisches Konzept namens Angelsächsische Mission, wonach es angeblich darum geht, einen Krieg gegen Iran zu provozieren. Das Konzept, das bezog sich darauf, dass Israel den Iran angreifen sollte, um dann einen Vorwand zu haben, einen Krieg mit China zu machen und China zu als Konkurrenten total auszuschalten und einen Vorwand zu haben, im Westen eine Diktatur zu errichten. Leider war es ein anonymer Zeuge, der da interviewt wurde, so dass man schwer ist, das zu beweisen anhand dieses Interviews. Man kann nur vergleichen anhand tatsächlicher Ereignisse, die es gegeben hat. Aber egal, wie das läuft, ob da oder da, ist es sehr traurig, dass wieder die Zivilisten, die armen Menschen unter der Füße geraten oder Chemie oder egal was du unter den Anschlägen. Man soll von Irak lernen, der Westen, egal ob Amerika oder Britannien oder egal wer, die sollen von Irak lernen, nicht nochmal sowas zu machen. Also es wäre ein heftiger Fehler. Gibt es kleinen Moment, hallo? Ach, gibt es Stimmen? Kleinen Moment bitte, wer sagt das? Moment. Wir müssen da kurz Musik machen, weil es im Moment technische Probleme gibt. Bitte dranbleiben. Okay. We'll be right back.
Ja, wir sind wieder online. Wir hatten vorübergehend technische Probleme, aber es sind auch stürmische Zeiten. Ich bin froh, dass wir wieder vollständig sind in der Sendung. Macht im Menschenrecht am 29.08.2013 Sondersendung zu Syrien. Ja, Schwester Hatune, die Lage in den, für die Christen hat sich ja, auch wenn man Irak gesehen hat, auch nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Was ja, deshalb habe ich gesagt, ich appelliere nochmal an Westen, Amerika und Britannien, egal wer diese Schläge üben will, dass sie das nicht tun, weil man soll davon lernen, dass die Menschen, die Zivilisten, egal wie, das unter den Füßen kommen, unter den Bomben kommen und die werden leiden, Schwerpunkt Christen, die im Nahen Osten ihre Wurzel haben, gesamte Christenheit auf der Welt, ihre Wiege da ist und ein Baum ohne Wurzel kann nicht leben. Und wenn die Wurzeln abgekappt werden dort, dann die Christenheit weltweit, werden die, deren Blätter, also diese Baum der Christenheit, werden trocknen. Das heißt, man soll schauen, andere Wege zu finden und dann das Rest, was Syrien als einzigste Land in diese Nahen Osten, die Christen voll akzeptiert hat, deren Sprache, Aramäisch, Jesus-Sprache, dass sie da unterrichten dürfen, dass sie Beamte werden dürfen, dass sie Lehrer werden dürfen, was wir in der Türkei überhaupt diese Rechte nicht hatten. Ich habe in meinem Buch, wie ich erwähnt habe, geschildert schon, dass wir über unsere Sprache jeden Tag geschlagen wurden in der türkischen Schulen. Das war grundsätzlich verboten und dass wir wegen einer Buchstabe 24 Kinder, christliche, ich bin in ein rein christliches Dorf aufgewachsen, wegen einer aramäischen Buchstabe an die Tafel, wir alle geschlagen wurden, dass sogar einen der Schüler, wir haben nicht verraten, wer das geschrieben hat, einer der Schüler, der wurde geschlagen, weil er aus Angst hatte seine Hand gezogen, dass er dann geschlagen wurde mit Metall, Metermaßlinien, Linie, ein Zentimeter Kubik war das quadratisch und der hat das geschlagen, dann Handgelenk genommen und geschlagen vor meinen Augen, ich war 3 Jahre, dritte Klasse, so kleine Händchen, 9-jähriges Kind, wurde geschlagen, Blase geworden, Platz, fließt Blut und der schlägt weiter, alles über ein einziger aramäischer Buchstabe, das heißt ein Buchstabe und ein Vokal drüber, weil er an die türkische Tafel oder türkische Schule geschrieben hat, in der Pause, der Junge. Und wir alle, 24 Kinder, haben wir, christliche Kinder, haben wir Schläge gekriegt auf die Hände, weil wir nicht verraten haben, wer diese Ketzerbuchstabe, Anführungszeichen, geschrieben hat. Was ich damit sagen will, Syrien war einzigste Land, die diese Freiheiten den Christen geboten hat und das wird auch jetzt vernichtet. Ich sage nochmal, ich halte zu keiner Partei, ich bin kein Politikerin, ich bin Ordensschwester, eine karitative Wohltäterin, ohne Unterschied, ohne Glauben, also ich helfe alle Menschen, die im Not sind. Aber in dieser Hinsicht, ich appelliere nochmal, dass das nicht die Wiege oder die Wurzeln der Christentum vernichtet zu werden. Ich kann mir vorstellen,
dass uns auch Politiker zuhören von einer der Regierungsparteien, CDU oder CSU, und unsere deutsche Kanzlerin. Ich würde sie so einschätzen, dass sie eine Politikerin ist, die ein Gefühl dafür hat, wie man Macht organisiert, wie Stimmungen in der Bevölkerung sind, aber die sich auch viel auf Berater verlässt. Wie kann man jemand, wenn mal angenommen, meine Einschätzung wäre richtig, dass sie sich viel auf ihre persönlichen Berater, politischen Berater verlässt, wie kann man der Kanzlerin helfen, so sehr in ihre Größe zu gehen, um die Amerikaner vom Frieden zu überzeugen? Entschuldigung. So, darf ich dazu was sagen? Okay. Die Merkel hat überhaupt nichts zu sagen. Der Putin hat jetzt gesagt, er würde mit Deutschland gar nicht mehr verhandeln, da es ja eine Marionette Amerikas ist. Wenn er was von Deutschland will, redet er gerade mit Washington. Das hat er gesagt und das stimmt. Die Merkel hat doch nichts zu sagen. Das ist eine Geschäftsführerin, die da halt irgend so einen Laden führt. Das ist doch eine Illusion und Naivität zu glauben, dass die irgendwas zu sagen hat. Und speziell nicht gegenüber Amerika, wo doch Deutschland besetzt ist. Die haben nichts zu sagen. Alle Kriege werden von Deutschland aus geführt. Die ganze Logistik läuft über Deutschland. Ja? Die Hälfte der Passagiere in Leipzig am Flughafen sind Soldaten der Amerikaner, die in die Kriegsschauplätze geflogen werden. Das ist doch unglaublich, dass zum Beispiel der Wellmann, oder der außenpolitische Experte der CDU, den Angriffskrieg befürwortet. Und er ist Mitglied in einer christlichen Partei, die Christlich-Deutsche Union. Ich meine, was ist denn das für ein Christ? Hat er noch nie von den 10 Geboten gehört oder was? Und dann befürwortet der einen Angriffskrieg, obwohl es überhaupt keine Beweise gibt? Außerdem gibt es ja noch den Paragraphen im Strafgesetzbuch, oder? Paragraph 80, Vorbereitung eines Angriffskrieges. Wer einen Angriffskrieg, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Diesen Paragraphen gibt es. Und dann tun deutsche Politiker einen Angriffskrieg befürworten? Ist befürworten schon vorbereiten? Ja, weil Deutschland ist ja immer beteiligt an allen Kriegen. Grundsätzlich. Und dann schreibt er noch, und dann sagt er noch, wir werden uns mit unseren Verbündeten eng über einen etwaigen deutschen Beitrag abstimmen. Dieser kann im Bereich der logistischen Unterstützung liegen oder der Raketenabwehr, wie wir es schon heute in der Türkei praktizieren. Die sind ja schon dort. Die stehen ja an der Grenze. Das ist schon heftig. Und ich kann euch noch was anderes sagen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in der Türkei und bin durch Trabzon gefahren. Und was sehe ich da mit großem Staunen? Der halbe Hafen von Trabzon ist vollgepackt mit deutschen Bundeswehrfahrzeugen und Panzern. Da habe ich mir gedacht, was haben so viele Militärfahrzeuge zu tun? Ja, das ist alles der Rückzug aus Afghanistan. Und die landen in der Türkei. Ja, warum denn? Warum denn? Hochinteressant. Hochinteressant. Keine 300 Kilometer von der iranischen Grenze weg. Vor einiger Zeit, das ist wenige Monate her, gab es von einem griechischen Blog um den Rücktransport der Fahrzeuge nach Deutschland. Da muss ich aber lachen. Wieso haben sie die ganzen Fahrzeuge nicht in Afghanistan gelassen und sie der afghanischen Armee geschenkt? Ja? Das wäre ja wohl sinnvoller, wenn sie ja angeblich die Aufgaben der afghanischen regulären Armee übergeben wollen. Das stimmt. Zu Fuß sind die wohl den Aufständischen unterlegen. Dann bringen sie die ganzen Fahrzeuge zurück und die ganzen Panzer und so weiter. Ich erinnere mich gerade an einen Hinweis, den wir bekommen haben von Freunden aus Griechenland, die
Ein griechischer Blog hat behauptet, dass eine deutsche Luftlandeeinheit in Einsatzbereitschaft versetzt worden wäre. Und hat man die Befürchtung gehabt, bei Teilen der griechischen Opposition, dass das ein Einsatz in gegen Opposition in Griechenland sein könnte? Interessant. Jetzt ist wieder die Verbindung abgebrochen. Also bei mir noch nicht. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen will, da über dieses Thema habe ich weniger Ahnung, aber was ich weiß, dass CDU einigermaßen hier vor Ort, aber auch gegenüber von Türkei sich schon geäußert hat. Beispiel Merkel so ausdrücklich gesagt hat, ich freue mich darüber, diese Mut, dass sie endlich mal Mut gehabt hat, gesagt hat, die Türkei, wenn sie keine Rechte den Christen dort geben, die Rechte, die wir hier den Moslems geben, den Türken geben, dann soll auch in der Türkei sein. Und dass sie sowas gesagt hat, oder Frau Steinebach oder Volker Kauder, Thema Christenverfolgung, die haben schon vielleicht im Kleinraum, aber die setzen sich inzwischen dafür ein, dass sie ausgenutzt wird von Amerika. Das ist eine, das kann ich im Moment nicht da. Ich habe weniger Ahnung, diese politische Seite. Aber die haben schon sich in den letzten Jahren mindestens dafür geäußert, besonders über Kloster Mor Gabriel, dass türkische Staat oder türkische Leute entmachten oder besitzen wollen. Das ist eine der ältesten Kloster in Südosttürkei, St. Gabriel. Und dass sie sich dafür einsetzt, ist schon für uns ist eine Ermutigung, muss ich sagen, weil was bis jetzt gar nicht sowas gegeben hat. Okay, wir denken vielleicht kleinlich hier, ihr Thema ist größer, aber für uns als Christen aus der Türkei, es war schon ermutigend, dass die CDU-Leute sich dafür geäußert haben. Ich denk, wir haben eine relativ große türkische Minderheit und ich finde es auch in Solidarität mit der türkischen Minderheit hier, einerseits gegen deren Diskriminierung anzutreten und genauso von der Türkei zu verlangen, dass sie die christliche Minderheit gut behandelt. Ja. Und ich denke, es sollte auch dazu gehören, dass von der Türkei zu verlangen, sind ja auch ein Bündnispartner, den Konflikt mit Syrien nicht noch zu schüren. Und uns nicht in Gefahr zu bringen. Aber die Türken sollen lieber vor ihre Tür kehren und dann es Hand in andere Länder schmeißen. Weil die sollen deren Problem erstmal klären. Ja. Zwischen Türken und Kurden und die Minderheiten und dann die Rechte der Christen und der Armenier und der Syrer, der alle Christen, was die mit denen gemacht haben. Das sollen die erstmal klären. Und dann der Erdogan ist, ich möchte jetzt hier kein Schimpfwort benutzen, aber der ist. Das ist alles, was nicht gut ist. Ja. Ja. So ein Scheiß. Hallo, wir bist wieder zu hören. Riemann? Hallo? Also ich kann euch hören. Ich glaube, Riemann ist ein bisschen wieder ab. Ja. Okay. Einen kleinen Moment, ich wollte ansprechen. Was ich interessant finde, ist, in der Taz war lange Zeit Artikel, waren sehr einseitig gewesen. Auf jeden Fall immer für syrische Opposition. Sie haben da schon differenziert dargestellt, mit der Zeit immer mehr, was ist friedliche Opposition, was sind Rebellen, was sind Söldner. Und jetzt, wo das Ganze zu eskalieren droht, jetzt sind sie noch wesentlich ausgewogener, geben sich die größte Mühe, beide Seiten zu bringen und versuchen zu deeskalieren. Ich glaube, die Sache ist so. Anfang wollten die das unterstützen und eskalieren. Und da haben die gemerkt, dass die Rebellen, die da reinkommen, die ganze Welt sieht, dass das extrem barbarisch an die Menschen rangehen. Und da haben die erst dann, wurden die wach, dass das doch nicht so das Herrliche ist, wenn die das befürworten. Aber zu spät erkannt oder zu spät. Es ist wirklich, was da jetzt läuft, ist satanisch, barbarisch, sadistisch.
mörderisch, kann man nicht, ich weiß nicht, ich habe keine Begriffe mehr da, was da alles im Moment läuft. Kann man anhand der YouTube vieles sehen und erkennen. Hallo? Ja, der Freeman ist wieder weg. Ja. Okay. Ich kann euch hören. Okay, Freeman ist im Moment aus dem Gespräch wieder rausgeflogen. Ja, ist wieder versucht, da. Über einen anderen Rechner wieder. Freeman? Der ist wieder da, oder? Ja, ich würde gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe jetzt Freeman am Telefon. Ja. Weil im Moment die Skype-Verbindung zu ihm unterbrochen ist. Ich würde gerne nochmal drauf eingehen, diese Truppenrücktransporte. In ein griechisches Medium hatte berichtet, dass deutsche, ich glaube, Luftlandeeinheit, dass die in Alarmbereitschaft versetzt worden sei. Das war schon ein paar Monate her. Und dann hatten wir die Befürchtung, dass es wegen Griechen, also griechische Freunde von uns aus, dass es wegen Griechenland sein könnte, aber Interviewanfrage, da ergab nichts und auch bei diesem griechischen Medium nichts. Ich glaube, die hießen im Lager News. Und jetzt frage ich mich, ob das wegen Syrien sein könnte. Ja, ich meine, wie gesagt, die Bundeswehr, die ist ja schon mit ihren Raketenbatterien an der Grenze, ja, angeblich um die Türkei zu schützen. Hm. Ist doch lächerlich, oder? Seit wann sind die ungefähr da? Moment, ich glaube, jetzt bin ich auf einem anderen Rechner. Ja, das Symbol erscheint. Das Symbol ist sichtbar. Kleinen Moment. Über Skype vielleicht einmal sprechen. Kleinen Moment. Nur per Telefon im Moment. Ja, okay. Also die, ich sage ja, die Bundeswehr ist ja schon seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder länger schon mit ihren ganzen Patriot-Raketen da unten. Ja. Und deswegen, also die Bundeswehr ist ja schon involviert und wird auch involviert sein, wenn es losgeht. Ja. Ja. Und diese Sache, die ich gesehen habe mit diesen ganzen Fahrzeugen aus Afghanistan, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Offiziell ja nicht. Offiziell heißt es, es ist Rückzug. Interessanterweise, im Anfang April hat der Spiegel aufgedeckt, dass Karl Theodor zu Guttenberg, der ist ein Lobbyist vom European Council on Foreign Relations, empfohlen hat, dass deutsche Truppen nach Israel gehen sollten, falls der Israel den Iran angreift und der Iran sich wehrt. Die deutsche Bundeskanzlerin hat das abgelehnt, weil das ja eine Ermutigung wäre und man damit eher den Frieden zwischen Israel und Iran gefährdet. Aber wenn ich mir das anschaue, andererseits stehen deutsche Patriot-Raketen in der Türkei, falls die Türkei und Syrien gegeneinander kämpfen. Das kommt ja fast aufs Gleiche raus. Hm. Ja, ganz klar, denn es ist ja scheinheilig von der Bundesregierung dauernd sozusagen darzustellen, damit haben wir nichts zu tun. Ist doch nicht wahr. Die sind mit Kriegsschiffen, sitzen sie vor dem Libanon, oder? Patriot-Raketen sind an der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Und sie sind in der NATO. Das heißt sogar, wenn überhaupt militärisch nichts passiert, die deutschen Offiziere sind im Kommandostab der NATO. Also sind sie ja involviert. Die NATO wollte sich aber in den Konflikt nicht reinziehen lassen. Doch, der NATO-Chef hat ja heute gesagt, hat bestätigt, dass also doch Chemiewaffen eingesetzt. Der ist also voll rübergeschwenkt. Er hat sich wohl bis gestern rausgehalten, aber heute hat er gesagt, jawohl,
Assad hat chemische Waffen eingesetzt. Also jetzt ist die NATO auch im Spiel. Ich, von wegen Chemiewaffen, denke von den Beweismitteln, was ganz Wichtiges, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, das war am 28. Januar 2013 auf zahlreichen Medien, sowohl war das bei über eine britische Söldnerfirma namens Britam. Und diese Söldnerfirma Britam, das wurde gebracht sowohl vom amerikanischen Medium Infoforce als auch von dem russischen Red Hot Russia, und es wurde auch von russischen Zeitungen gebracht. Das wurde auch laut EU Times, kürzlicher Artikel, auch vom russischen Geheimdienst FSB überprüft, und man meint, dass es eher echt ist. Eine interne Kommunikation von dem von Britam, und da steht da, ich zitiere jetzt mal wörtlich: Phil, we have got a new offer. It's about Syria again. Qatar has proposed an attractive deal and swear that the idea is approved by Washington. We will have to deliver CW to Homs, Soviet origin diesel from Libya, similar to those that Assad should have. They want us to deploy our Ukrainian personnel, so that should speak Russian and make a video record. Frankly, I don't think it's a good idea, but the sums proposed are enormous. Your opinion, kind regards, David. Also, ja, ich meine, auch ich habe diese Meldung damals, ich glaube, das war irgendwann im Winter, habe ich diese Meldung gebracht über dieses angebliche Mail, das also darstellen soll, dass es einen Auftrag an Privatfirmen gibt, da bei so einem Fake-Chemieanschlag da mitzumachen oder durchzuführen, ja. Und hier scheint es ja eine interne Mail von dieser britischen Söldnerfirma Britam zu sein, von einem Mitarbeiter namens Phil, David an einen Mitarbeiter namens Phil, und dass Leute aus Katar ihnen das angeboten haben und schwören, dass Washington, ich nehme an, US-Regierung damit einverstanden sei, aber eben nicht der Beauftraggeber sein will. Und CW könnte für Chemiewaffen stehen, und dass sie das scheinbar mit, wenn ich das richtig verstehe, mit russischen Munition dann verschießen wollen, damit es so aussieht, als ob was von Assad kam, und russische Ursprungsmunition, russischen Ursprungs, die man in Libyen erbeutet hätte, und dass Ukrainer da, ukrainische Personal das machen soll, damit man denkt, die wären Russen drin verwickelt. Ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass die Ukrainer die Hauptlieferanten dieser ganzen Waffen sind. Das heißt, die Saudis und Kataris bestellen die Ware in der Ukraine, denn in der Ukraine gibt es große Waffenfabriken, das ist noch aus der Sowjetzeit, und die werden da in die Kriegsgebiete geliefert. Ja. Also das ist durchaus denkbar und wahrscheinlich. Klar, Moment. Okay. Also. Ja, was wir auch noch gesehen haben, ist Richard Haass, der Vorsitzende von dem Think Tank Council on Foreign Relations, also einem der mächtigsten amerikanischen Denkfabriken zur US-Außenpolitik, zu deren Mitgliedern auch der gegenwärtige Verteidigungsminister Chuck Hagel gehört. Da hat der Vorsitzende in einem, ja, vom Auftreten her eher zurückhaltend, fast schüchtern wirkenden Artikel, aber hat eher, ist er davon ausgegangen, dass die USA militärisch eingreifen würden, und hat sich nur noch in einem Gespräch dort, wo er interviewt wurde, überlegt, wie sie es tun sollten. Und da hat er gesagt, dass man da Weise, die hart genug ist und leidvoll genug, damit nicht nur die Syrer, sondern auch andere es niemals wagen würden, wieder A, B oder C Waffen anzusetzen, und gleichzeitig aber zurückhaltend genug, damit die USA nicht in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen werden. Ich frage mich,
ich frage mich, wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, mit der Situation, der müsste doch sehen, wie paradox das ist, diese beiden Dinge in Einklang zu bringen. Ja, wie aber soll das funktionieren? Du versuchst doch dauernd rational zu denken, was ja normal ist. Aber diese Leute, die denken nicht rational. Das sind Psychopathen. Es geht darum, Syrien zu vernichten. Fertig. Ja, und die weiteren Schritte. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber, der Haig, da gibt es doch dieses bekannte Video, wo er gesagt hat, als er damals kurz nach 9/11 im Weißen Haus mal war und da beim Gespräch teilgenommen hat, hat er mitgekriegt, wie die Pläne sind, 5 arabische Länder einer nach dem anderen platt zu machen. Das hat er doch offen gesagt in einem Video-Interview. Und da gehört Syrien dazu. Die tun das jetzt schön einen nach dem anderen abarbeiten. Nicht? Und da gibt es keine Logik, sondern das machen, die wollen das und fertig. Das Einzige, was sie machen, ist, sie tun das nach außen hin mit fadenscheinigen Gründen und mit erfundenen Gründen, tun sie es halt in Anführungsstrichen rechtfertigen, damit halt die Weltgemeinschaft, ich meine, das ist ja auch so ein Spruch, die Weltgemeinschaft ist sich einig, das stimmt doch gar nicht, es sind sich höchstens 3 Länder einig, die anderen 190 sagen da nicht Ja dazu. Aber die Arroganz des Westens ist ja dauernd, ja, wir reden für die Weltgemeinschaft. Die reden überhaupt nicht für die Weltgemeinschaft, die reden nur für sich selber. Ja? Das Interessante ist einerseits der Chuck Hagel, Entschuldigung, das ist der Verteidigungsminister, Richard Haass, äußert sich wirklich zurückhaltend und dass er nicht weiß, was die US-Regierung tun werde. Aber seine Lobbyistin Susan Rice ist Sicherheitsberaterin vom US-Präsidenten und der Lobbyist Chuck Hagel, viele vielleicht auch aus von Bilderberg kennen, gehört nicht nur zu Bilderberg, gehört auch zu Council on Foreign Relations, wird auf der Titelseite als einer von deren Lobbyisten vorgestellt und der ist Verteidigungsminister. Mhm. Und es ist interessant, wie Herr Haas dann nicht weiß, was die US-Regierung machen wird. Ja. Gut, kann sein, ja. Außerdem, es geht, die US-Regierung hat ja auch nichts zu sagen. Das ist doch dieser militärisch-industrielle Finanzkomplex. Das ist die Wall Street plus die ganzen Waffenindustrie und Sicherheitsindustrie. Die steuert und sagt, was läuft. Und vielleicht ist es jetzt halt so, dass sie sagen, hey, in Afghanistan ziehen wir uns zurück, Irakkrieg ist in dem Sinn auch da stillgelegt, jetzt müssen wir da einen neuen haben, wir müssen doch unsere Waffen loswerden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass jeder Tomahawk-Marschflugkörper, der kostet 1,5 Millionen und von denen schießen sie mal ein paar hundert raus. Ich meine, das ist eine 500 Millionen, die da in einer Welle rausfliegt aus diesen Zerstörern auf Syrien. Das ist unglaublich. Dabei ist Amerika pleite. Ich meine, was heißt pleite? Das kann man ja gar nicht mehr darstellen, was die sind. Ja? Wenn die amerikanische Notenbank das nicht mitmachen würde, das überinflationieren, dann könnten die sich das ja gar nicht leisten. Ja, das sowieso. Ja. Aber es geht ja nicht nur darum, was die Fed da macht, sondern es geht ja darum, dass ja diese ganzen anderen Länder müssen ja das finanzieren, indem sie die Schulden von Amerika aufkaufen. Ja? Wenn Präsident Obama wirklich nicht der ist, der das Sagen hat und die Wall Street, also jetzt als Metapher, als Codewort, für welche Firmen das auch jetzt immer stehen mag, wenn die das Sagen hat, dann frage ich mich, da müssen sie ja irgendwie ihre Botschaft zu Präsident Obama hinbringen. Entweder kommen die alle einzeln angelaufen, die ihm was sagen wollen, oder sie machen das über bestimmte Instrumente. Und ja, es gibt das, ja hat, eine, das, hat,
Das hat ja die Hillary Clinton zugegeben, wo die Council on Foreign Relations ihr Büro in Washington eröffnet hat, hat sie die Eröffnungsrede gemacht und dann hat sie ja ganz klar gesagt, dass sie sich von denen beraten lassen. Ja? Also die Außenpolitik wird ja von denen bestimmt, von diesen Thinktanks. Und in den Thinktanks hocken ja dann die ganzen Vertreter der Waffenindustrie und Sicherheitsindustrie und Banken und ich weiß nicht was alles. Das ist ja alles, die Konzerne steuern Amerika und sagen, was Sache ist. Ja? Und ein Politiker und ein Präsident, der das nicht macht, da kommt eine Kugel geflogen oder es kommt ein Skandal oder was weiß ich was. Ja? Der Daniel Estolin, auch ein Buch über Bilderberg geschrieben hat, der hat mal, den Artikel findet man auch auf Recenter, ehemals Infokrieg von Alex Benisch, hat einen Artikel geschrieben über hochrangige Journalisten in USA von großen Zeitungen und privaten Fernsehsendern, jetzt am Beispiel der USA, um zu zeigen, wie sowohl Council on Foreign Relations als auch Bilderberg Lobbyisten von sich in Schlüsselpositionen wichtiger Print- und TV-Medien in den USA haben. Ja, und das ist so. Ich meine, ich habe jetzt gerade mehrmals CNN geguckt, ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie diese Moderatoren, wie denen der Schaum vom Mund läuft, wie die sich freuen, dass ein Krieg kommt. Und dann hat sie noch ganz stolz gesagt, die Moderatorin, wir sind der einzige Fernsehsender, der in Damaskus live reportiert, also berichten wird. Und dann haben sie rumgeschaltet zu dem Reporter in Damaskus. Und die haben richtig, die sind schon drauf vorbereitet, die Live-Bilder von den Bombeneinschlägen zu zeigen. Genau wie damals in Bagdad. Genau wie damals, 19. März 2003, haben sie mit der Live-Berichterstattung, dann hat man schön gesehen, wie die Bomben reinfliegen. Und wisst ihr, was die machen? Das ist denen ihre Zielbeobachter. Das heißt, die amerikanische Militär schickt die Reporter hin mit den Kameras, damit sie genau sehen, oh super, den haben wir genau getroffen, wo wir hin wollten. Ja? Weil das wird über CNN übertragen. Ich meine, und die sind schon dort. Die warten nur drauf, dass es knallt. Diese ganzen Medien, die gehören ja doch dazu. Das ist eine Einheit. Ja, das ist eine Einheit, das Ganze. Aber damals, damals in Bagdad war doch, ging in die Hose. Die ganze Welt weiß, dass das nicht gestimmt hat. Wieso jetzt machen die nochmal dasselbe Prozedur und stimmen zu? Ja, das ist eine gute Frage, weil im Prinzip erleben wir ein Déjà-vu, ja. Das heißt, sie benutzen die gleichen Worte, Massenvernichtungswaffen, sie benutzen praktisch den gleichen Trick. Und dabei hat Präsident Bush gesagt, ja, wir haben euch angelogen. Und, was macht ihr jetzt? Ich meine, die geben ja sogar zu, dass sie den Irakkrieg mit Lügen gemacht haben. Das ist ja völlig unbestritten. Und jetzt machen sie das Ganze wieder. Und was mich ja am meisten aufregt, ist, dass die ganzen europäischen Medien da voll mitmachen in dieser Kriegshetze. Ich meine, eigentlich wäre ja ihre Aufgabe, neutral zu berichten und beide Seiten sich anzuhören. Ja, und doch nicht Stellung beziehen und dauernd sagen, der Krieg muss her, der muss Bomben drauf. Ja, ich meine, das ist ja unglaublich. Die Taz hat sich geändert, aber interessanterweise eine Kolumne in der Taz, wo immer regelmäßig Leute schreiben, da schreibt die Deutschlandvertreterin vom European Council on Foreign Relations, Ulrike Gero, regelmäßig, macht Stimmung für Europa. Die ist nicht Stimmung für Krieg dort, sondern Stimmung für Europa. Aber der gleiche Think Tank, der zu Gutenberg zugehört, der deutsche Truppen in Israel gefordert hat. Oder ein Joschka Fischer, der sich auf den Lissabon-Vertrag gefreut hat und hinterher getobt hat, dass bestimmte militaristische Vorschriften dann ausgebremst wurden. Ja, aber die Taz ist ja auch nur so eine Gatekeeper, oder? Das ist ja auch nur so eine Front, die halt so halb den Leuten vormacht, also sie wäre für Frieden und hintenrum ist es wieder anders. Das kann man doch vergessen, ja?
Ich habe das Gefühl, die haben kalte Füße bekommen und haben jetzt keine Lust auf Weltkrieg. Haben das mit Syrien, waren völlig naiv, habe ich den Eindruck. Die einzige Hoffnung, dass wir haben, ist, dass der Putin und die Chinesen denen so auf den Tisch hauen und sagen, wagt es ja nicht, da eine einzige Bombe reinzuhauen, sonst hauen wir euch in die Fresse. Das ist das einzige, die Sprache, die die Amis und die Engländer verstehen. Die einzige. Die verstehen nur eine Riesendrohung, weil dann haben sie Schiss. Weil sie greifen ja nur Länder an, die sich nicht verteidigen können. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr wagt es nicht, weil sonst werdet ihr dran kommen, dann wird das nicht passieren. Aber wie armselig ist die Welt, die Menschen gesamt heutzutage im 21. Jahrhundert, dass nochmal so Blödsinn Krieg oder Dritte Weltkrieg hervorgerufen wird. Wie armselig ist das? Natürlich, aber das ist doch ihr Ziel. Wir müssen endlich verstehen, dass sie das wollen. Die reden dauernd von Frieden und machen Krieg. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Alles ist auf den Kopf gestellt. Wenn sie von Völkerrecht reden, dann tun sie das Völkerrecht brechen. Ja? Es ist alles verkehrt rum. Und das müssen wir endlich verstehen. Wir haben nicht mit normalen Menschen zu tun. Das sind alles Verbrecher. Das heißt, heutzutage ist der Teufel am Werk in theologischen Begriffen. Absolut. Wenn man aus dieser Perspektive das sieht, dann ist das ein riesen satanisches Werk, was da abläuft. Ja. Und sie beten ihn an und das ist eine Messe für ihn. Je mehr Leute getötet werden, desto besser ist es. Ja. Und am meisten ist es, wenn sie sich alle gegenseitig ermorden. Ja? Und das machen sie ja. Ich denke, manche von diesen Leuten, die nach Macht und nach Krieg streben, die sind wirklich Satanisten. Ich glaube, dass da auch viele, oder sind wie besessen, aber ich glaube, dass da auch viele Menschen sind, die da einfach mitlaufen und Scheuklappen haben und nur, was weiß ich, die nächsten paar Tage oder Wochen weiterdenken. Und es sind Opportunisten. Sie rechnen sich ja materielle Vorteile aus, sie rechnen sich Positionen aus oder Macht aus. Das ist das normale teuflische Spiel. Ich lege dir die Welt zu Füßen, du kriegst alles, du musst mich nur anbeten. Ja. Das kennen wir doch alles. Das kennen wir doch alles. Bekommt man ein bisschen ab, muss dafür wesentlich größere Risiken auf sich nehmen. Ja, was heißt Risiken? Man ist in die Hölle verdammt. Ja? Ja. Ich meine, das ist so. Ich meine, da kann man glauben, was man will. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe für diese völlig irrationale Geschichte. Ich stimme zu. Das hat doch nichts mit Logik mehr zu tun. Und keiner von denen hält sich an Recht. Niemand hält sich an irgendein Recht. Und kein Räuber würde das, was er erbeuten will, zerstören. Sie wollen ja gar nicht erbeuten. Was haben sie in Irak erbeutet? Nichts. Es ging denen nur um Zerstörung und zu verhindern, dass Saddam Hussein mehr Öl pumpt. Weil es war ja so, er hat so viel Öl gepumpt, 6,5 Millionen Fass pro Tag, und das hat den Ölpreis auf $24 runtergeknallt. Und die Saudis und alle haben gesagt, ja, hast einen Vogel, hör doch auf, so viel Öl zu pumpen, du verdirbst den Preis. Und er hat gesagt, ich muss meinen 8-jährigen Krieg die Schulden zurückzahlen. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann haben sie ihn bombardiert und dann anschließend war überhaupt kein Öl mehr aus dem Irak und heute pumpt Irak nur noch 2 Millionen. Die haben 4,5 Millionen Fass pro Tag vom Markt genommen. Und wo ist denn der Ölpreis heute? $115. Ja? Ich meine, das sind doch alles so Sachen, die passieren. Das geht ja nicht um das Öl holen, sondern dass das Öl im Boden bleibt, weil sonst verdirbt es den Marktpreis. Und wahrscheinlich darum, Kontrolle zu haben, welches Land muss viel, welches Land muss wenig bezahlen. Richtig. Du musst ja nur die Hand auf dem Ölhahn haben und sagen, du kriegst es und du kriegst es nicht. Was da in Sudan abläuft und überhaupt in Mali und in diesen ganzen afrikanischen Ländern, das ist doch ein versteckter Krieg zwischen China und Amerika, der da abläuft. Die Chinesen versuchen über Verträge und Investitionen an die Ressourcen zu kommen und die Amerikaner sagen, ja, so geht's ja nicht. Und auf einmal ist dort Terror. Ne? Auf einmal landen dort die hauseigenen Terroristen dann dort und dann können sie eingreifen.
Ja? Ja, das ist interessant. In überall irgendwie Al-Qaida-nahe Gruppierungen. Man kommt erst sehr spät damit hervor, dass Al-Qaida selber da auch auftaucht. Aber könnt ihr euch noch erinnern an diese riesige Hysterie wegen dieser Kony-Geschichte mit diesem Video, wo millionenfach angeguckt wurde und die ganzen Gutmenschen sind losgegangen und haben dann diese Kony-Geschichte, dieses Paket gekauft und ja, und wir müssen doch da in Afrika eingreifen, weil das sind ja Kindersoldaten. Ja, hörst du was davon noch? Aber weißt, was das Resultat war, ist, dass die Amerikaner in den afrikanischen Ländern einmarschieren konnte mit Soldaten. Und das war die ganze Absicht. Die haben etwas erfunden, die ganzen Menschen sind drauf reingefallen und sie hatten grünes Licht, mit ihren Truppen da einzumarschieren. Ja, weil sie ja Kony fangen. Dabei ist der schon längst tot. Das ist ja ein Phantom wie Osama bin Laden. Der ist ja 2001 gestorben, kurz nach 9/11. Und dann haben sie ihn 8 Jahre oder 10 Jahre lang am Leben erhalten als Phantom. Und dann haben sie ihn noch als Phantom offiziell getötet. Interessanterweise hat er ja auch die letzten Bundestagswahlen vor 5 Jahren, Entschuldigung, 5 Jahre, ich habe mich wohl verzählt, vor 4 Jahren beeinflusst. Da war ja dann die Rede davon, je nachdem wie man sich in Afghanistan verhält, und hat da mal wieder so ein gefälschtes Video gedroht. Und dann hat man den Europäern gedroht, kurz bevor die Iren das zweite Mal über den Lissabon-Vertrag abstimmen sollten. Ja, interessanterweise, wo militaristische Vorschriften drin stehen. Man muss sich mal vorstellen, der Osama bin Laden war ja auch Wahlhelfer für den Bush 2004. 3 Tage bevor der Wahl taucht der Osama bin Laden mit einer Botschaft auf und super, hat ausgerechnet Bush hilft, dass er gewinnt. Ich meine, das sieht man doch, dass das gefaked ist. Der ist ein Wahlhelfer, ja? Da lache ich doch. Und es ist bis heute ja nicht hundertprozentig geklärt, wie man da die Türme gesprengt hat, die 3 World Trade Center. Ja, das ist ja eh klar. Auf das Thema müssen wir gar nicht eingehen. Was ich meine ist, wenn man meint, dass es Al-Qaida war, und das ist ja so widersinnig, Assad zu verdächtigen, dass der das gewesen sein soll, und gleichzeitig zu sagen, dass Al-Qaida das vollbracht haben soll. Ja, aber ich habe noch nie gehört, dass Assad verdächtigt wurde. Das habe ich noch nie gehört. Nein, ich meine in Syrien. Aber wenn man Al-Qaida verdächtigt, etwas, wie soll ich sagen, einen Einsatz da gemacht zu haben, der viel mehr Zerstörung hervorgerufen hat. Was in Trade Center braucht ja viel mehr technische Möglichkeiten und viel stärkere Bewaffnung. Das konnte man ja nicht mit den Flugzeugen gemacht haben. Wenn man meint, Al-Qaida wäre das gewesen, dann nicht Al-Qaida zu verdächtigen, dass Al-Qaida dahinter steckt. Aber das ist doch überhaupt immer diese völligen Widersprüche, die laufen, wo man ja nur noch den Kopf schütteln kann, dass die Leute diese Märchen glauben, ja? Ich meine, wie kann man hergehen und im gleichen Atemzug sagen, wir tun mit den Killerdrohnen, die Al-Qaida in Jemen und in Pakistan und in Afghanistan bekämpfen, und anschließend sagt man, aber wir müssen die Al-Qaida in Syrien mit Waffen beliefern. Ich meine, wo ist da die Logik? Aber die machen es und keiner regt sich auf und die Medien sagen nichts zu diesem völligen Widerspruch. Ja? Doch schon, aber sie bleiben irgendwie nicht dran am Thema. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben darüber... Ja, aber das ist doch kein Mainstream. Also bitte, deutsche Wirtschaftsnachrichten ist kein Mainstream. Ich meine, da geht keiner her und sagt, sag mal, habt ihr sie noch all? Dort erzählt ihr uns, ihr müsst mit aus der Luft da die Al-Qaida bekämpfen und deswegen rechtfertigt ihr die Killerdrohnen und hier liefert ihr denen Waffen? Ja? Ich meine, das ist ja so offensichtlich, dass das alles erstunken und erlogen ist, die ganze Geschichte. Ja. Ich frage mich, wenn jetzt hinter diesem plötzlich aggressiveren Ton, wenn da wirtschaftliche Mächte aus den USA vielleicht dahinter stecken, USA würde man jetzt vielleicht als erstes annehmen,
Aber könnte ja auch genauso gut England oder Frankreich sein. Die waren ja zur gleichen Zeit, haben sie den Ton verschärft. Es müssen ja konkret, muss ja dann eine Botschaft gelangt sein von Leuten, die diesen Krieg wollen, zu den Regierungschefs, dass sie diese Wünsche geäußert haben. Und es müssen konkrete Organisationen gewesen sein, wenn es jetzt Thinktanks gewesen sind. Oder wie sie es auch immer gemacht haben. Und? Das muss man aufdecken, meine ich. Ja, wie denn? Willst du die Telefongespräche abhören oder willst du eine Wanze im Weißen Haus installieren? Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die NSA hier mithört, dann könnte doch die NSA mal ihren Vorschlag, den ich jetzt machen möchte, aufgreifen. Die NSA hört doch bestimmt das Weiße Haus ab, hört bestimmt auch die französische und die englische Regierung ab. Dann wird man doch vielleicht die Telefongespräche, die man da aufgezeichnet hat, mal der Weltgemeinschaft und ich meine... Aber die NSA gehört ja dazu. Die NSA ist ihr Werkzeug. Aber die haben doch bestimmt keine Lust dafür, dass sie ihre Arbeit machen, dann in dem Weltkrieg mit zerstört zu werden. Die haben doch auch alle Familie. Und die Amerikaner meinen, oder diese ganzen Psychopathen meinen, sie werden den überleben. Die werden den überleben. Das meinen die. Ja? Ich glaube, dass die Leute, die sowas machen wollen, im Verhältnis zur Weltbevölkerung, ein verschwindend geringer Teil ist, auch in den USA, ein verschwindend geringer Teil, dass es ganz viele Mitläufer gibt, die nur einen Teil davon wissen und die, wo man versucht, dass sie sich nie bewusst werden, an was sie da gerade mitarbeiten. Ja, natürlich. Und deswegen, wenn uns NSA zuhört, warum macht die NSA das nämlich vielleicht mal sichtbar? Wer macht da Druck? Ja, es hat ja einer es sichtbar gemacht. Der Edward Snowden hat es sichtbar gemacht, oder? Und was hat man gemacht? Er musste nach Russland flüchten. Wir sind in einer Welt, wo, wenn jemand die Verbrechen aufzeigt, er nach Russland flüchten muss, weil er dort nur Schutz kriegt. Alle anderen würden ihn ja ausliefern. Das muss man sich mal vorstellen, wie pervers das Ganze ist. Und was passiert? Er wird mit der Todesstrafe oder mit was immer für einer lebenslangen Strafe bedroht. Und die Verbrecher, die es machen, die werden ausgezeichnet. Ich meine, das ist ja alles eine verkehrte Welt. Ja, das stimmt. Nur jetzt sehe ich die Situation, ich sehe sie so. Hier scheint ja irgendjemand, ich meine, Obama hat ja vor kurzem noch völlig anders geredet und vorsichtig und abwartend. Und irgendjemand scheint ja da Einfluss zu nehmen, wer auch immer das sein mag, und das sichtbar zu machen. Jetzt Welches Damoklesschwert schwebt über Obama? Mit was haben sie ihn an den Eiern? Entschuldigung die Sprache. Aber wie haben sie ihn denn? Mit was? Ich weiß es schon und das wissen alle. Er ist nicht in Amerika geboren und deswegen hat er überhaupt kein Recht, Präsident zu sein. Der ist doch gar nicht in Amerika geboren. Er hat gar gesetzlich darf er gar nicht Präsident sein. Nur in Amerika Geborene dürfen das. Ja? Aber dann ist das doch so bekannt, dann kann man ihn doch damit gar nicht unter Druck setzen. Es haben ja schon, was heißt bekannt? Es ist ja nicht in dem Sinn offiziell bekannt, es ist im Untergrund bekannt. Und es haben ja schon x Leute versucht, das an die Öffentlichkeit zu bringen und wurden sofort niedergemacht. Das sind Spinner, halt's Maul, fahr ab und so weiter. Das haben sie ja x-mal schon probiert. Ich meine, seine Geburtsurkunde ist nachweislich gefälscht, ja, und so weiter und so weiter. Und das ist die, und damit haben sie ihn unter anderem. Es gibt noch andere Sachen, die will ich jetzt hier nicht sagen. Aber eine gefälschte Geburtsurkunde ist viel zu klein, meine ich, um damit die Vernichtung des amerikanischen Volkes in Kauf zu nehmen. Ich habe gerade gesagt, sie meinen, sie werden überleben. Ja. Für wie lange denn? Die haben doch vielleicht ein paar Tunnelsysteme bei Denver, aber wie viele Leute, die Elite, die wird doch nicht mal ihre eigenen Leute komplett reinlassen. Du denkst wieder rational. Die sind irrational. Die sind irrational. Das ist denen doch wurscht. Ja? Seit wann denken solche Leute rational und logisch und haben ein Gewissen und so weiter? Oder denken an die Konsequenzen? Das ist doch denen völlig wurscht. Ja?
ist erstaunlich. Die verhandeln über ein Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa und dieser Konflikt kann das alles kaputt machen. Ja, was heißt Freihandelsabkommen? Alles, was sie sonst noch so machen, alles weg. Ist doch... Die können doch sowieso machen, was sie wollen. Das läuft doch... Habt ihr nicht gemerkt, wieso gibt es immer wieder diese Panikmacherei über, es steht ein Terrorangriff bevor, in Deutschland oder wo immer. Habt immer, ihr euch wenn man überlegt? Ablenken will. Nein, das ist ganz klar, was da abläuft. Die Amerikaner oder wer immer man als Macht nennt, sagen denn der deutschen Regierung, der Schweizer Regierung, der was immer für eine Regierung, sagen sie, wisst ihr was? Wenn ihr nicht das macht, was wir euch sagen, dann habt ihr Terror bei euch. Wir haben nämlich 6 Terrorangriffe verhindert, aber ob wir in Zukunft welche verhindern werden, das wissen wir nicht. Das ist ja interessant. Als und dann ist es ja, ich meine, es war ja gerade vor kurzem wieder diese ganze Panikmacherei. Das war ja erst vor ein paar Wochen, oder? Da ging es doch durch die ganzen Medien. Oh, das werden Züge angegriffen und ich weiß nicht was alles, ja. Und dann, und plötzlich ist diese Sache weg. Warum? Ja, weil die Regierungen eingeknickt sind. Weil sie halt sagen, ach so, okay, dann machen wir halt das, was du sagst. Das sind alles diese Drohungen, die passieren im Hintergrund. Ja? Das heißt, es könnte sein, dass die USA zum Beispiel oder wer auch immer Deutschland mit Terror gedroht hat, für den Fall, dass Deutschland sich diesem Weltkrieg verweigert. Naja, nicht unbedingt, was immer halt zu dieser Zeit Deutschland nachgeben muss. Oder die Schweiz oder wer immer. Weil ich frage mich ja dauernd, warum die ganzen Politiker immer einknicken. Warum sind das alles Landesverräter? Warum verteidigen eigentlich nicht? Ich meine, das sieht man doch an der Merkel, wie sie gegenüber dem NSA-Skandal reagiert. Ich meine, da geht die doch her und hat die Frechheit zu sagen, ja, ich habe von dem noch nie gehört, das habe ich jetzt aus der Presse gelesen. Also Entschuldigung, wenn die Merkel wirklich das meint, dann ist sie entweder völlig inkompetent und muss sofort des Amtes enthoben werden, weil sie hat ihren Laden nicht im Griff, oder sie ist eine dreckige Lügnerin. Ja, es kann ja nur die zwei Sachen sein. Wie kann man behaupten, ich habe noch nie von dem, also und außerdem Internet, das ist ja so eine neue Geschichte, die kennen die Leute gar nicht. Ja, solches Zeug hat die erzählt. Und dann tut sie es, und dann, wo das Ganze noch mehr hochkocht, holt sie ihren Pofalla da und wir haben ein Abkommen, ein No-Spy-Abkommen und außerdem, die Amis haben uns versprochen, dass sie nicht deutsches Gesetz brechen und nicht im deutschen Territorium das machen. Da lache ich auch wieder, denn deutsches Territorium, das ist eine ganz tolle Sprachfindigkeit, denn die ganzen Spionagegeschichten in Deutschland passieren ja in den Einrichtungen von den Amerikanern und das ist übrigens exterritorial. Da gilt kein deutsches Recht und das gehört nicht zu Deutschland. Und dann können Sie ja schon sagen, ja, aber in Deutschland passiert das nicht. Nein, es passiert nur in der CIA-Beobachtungszentrale und die gehört gar nicht zu Deutschland. Ja. Oder US-Botschaften könnten sie es machen. Oder, ja, oder Botschaft oder Militäreinrichtungen, die es ja zu Dutzenden in Deutschland gibt. Zu Dutzenden. Oder im West-Berlin, weil West-Berlin gehört teilweise nicht zur staatlichen Ordnung Bundesrepublik Deutschland. Ja, haben sie bei der Wiedervereinigung haben sie diese Lücke gelassen, aus welchen ist Gründen egal. Auch immer. Egal, verarschen sie die Leute damit. Ausgerechnet in West-Berlin, wo wichtige staatliche Institutionen in Deutschland sind, auf Bundesebene ausgerechnet, da haben wir eine Lücke in der Souveränität, warum auch immer. Ja, ich meine, wenn die zum Beispiel die ganzen Abhörstationen in Wiesbaden da haben oder in Ramstein oder wo immer sie ihre ganzen Basen haben, das ist doch nicht Deutschland, das ist Amerika. Das ist wie eine Botschaft, das ist exterritorial. Da haben die Deutschen gar nichts zu sagen. Null. Und dann kommen sie mit so Sprüchen. Ja, eine Vereinbarung, No-Spy-Abkommen.
Ja, wenn sie ein neues Spy-Abkommen brauchen, dann muss es ja Spionage gegeben haben. Oder? Klar. Ist doch alles lächerlich. Und die versuchen das jetzt runterzuhalten, weil es halt die Wahl gibt. Ne? Passt ja gar nicht, oder? Deswegen tun sie erst totschweigen. Ich frage mich, ob es die Wahl noch gibt. Wenn die nächste Woche den Krieg anfangen, dann gibt es ja keine Wahl mehr. Das ist aber blöd für die deutsche Kanzlerin. Das ist, denn völlig wurscht, dann regiert, ist doch völlig wurscht, ob die gewählt wird oder nicht. Sie regiert weiter. Ich meine, ich lache immer SED oder Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Ich meine, was ist denn das, was in Berlin ist? Das ist doch eine SED. Die sind doch alle eine. Das ist alles eins. Das ist doch kein Unterschied. Ob rot, schwarz, gelb, grün, das sind doch alle die gleichen. Das ist eine deutsche Einheitspartei, ist das. Es ist ja wurscht, wen man wählt. Zu dem Ergebnis würde ich erst kommen, wenn ich mir alle etwa 100 deutschen Parteien angeguckt hätte. Ich sehe da schon. Die anderen haben doch keine Chance, deswegen gibt es ja die 5%-Klausel. Ja? Und die sonstige Hürde in der Berichterstattung. Und was ist? Und in Amerika ist es genauso. Ja, gibt es einen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern? Da gibt es doch keinen Unterschied. Das ist eine Einheitspartei ist das. Das ist doch nur eine Show für die Dummen da draußen, die meinen, sie haben eine Wahl. Ja? Ich habe erhebliche Zweifel, ob Merkel überhaupt weiter regieren wird. Wenn die diesen Krieg machen, dann gibt es kein deutsches Volk mehr. Genau wie kein israelisches, kein iranisches, kein russisches, kein amerikanisches mehr. Und ja, ich finde das ziemlich albern, dass die Wahlkampf machen, wenn sie doch diese Woche Sonntag einen Weltkrieg auslösen wollen. Das ist doch nicht so, dass da plötzlich jetzt ein totaler Weltkrieg passiert, sondern das ist der Schritt dazu. Das wird schrittweise, wird sich da steigern, oder? Das kommt ja drauf an, wie alle reagieren. Wie wird Iran reagieren? Wie wird die Hisbollah reagieren? Wie werden die Russen reagieren? Wie werden die Chinesen reagieren? Und was ja dann passieren kann, ist, dass sich das Ganze hochschaukelt. Ne? Die knallen auf die und die anderen knallen auf die und dann schaukelt sich das Ganze immer mehr hoch. Ja? Dass immer mehr eingreifen, so wie beim Zweiten Weltkrieg. Das ist wie der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg ging es ja genauso los, oder? Das war du bist der Alliierte von dem, also muss ich dem beistehen und dann ist es der und der und so schaukelt sich das Ganze hoch. Ja? Mhm. Im Ersten Zweiten Weltkrieg waren es ja auch anfangs ausschließlich Deutsche und Polen. Dann kamen die Engländer dazu und... Ich kann nur hoffen, dass der Putin, wie ich vorher gesagt habe, so auf den Tisch haut und sagt, ihr wagt es ja nicht, da was zu machen. Das kann ich nur hoffen. Er ist der Einzige, der das noch aufhalten kann. Er ist der Einzige. Es gibt sonst niemand. Ich finde, wenn ich das mal betrachte, die größten Verbrecher der Menschheit, es waren die Nazis und die Leute, die dahinter standen, wenn ich Zweiten Weltkrieg plus Judenverfolgung zusammenzähle. Und wenn ich das mir anschaue, ich glaube mich zu erinnern, wenn ich mich geirrt haben soll, bitte mich korrigieren, aber ich glaube mich zu erinnern, der Zweite Weltkrieg soll 60 Millionen Menschen gefordert haben. Hier heute sind es 6,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Wenn es heute einen Weltkrieg gäbe mit den Atomwaffen, das sind mehr als 100 Mal so viel Opfer. Das ist mehr als 100 Mal so schlimm wie IG Farben und Nazi zusammen, wenn man sich diesen Krieg anschaut. Von den Opfern her, nicht von der Ideologie her. Ja, Moment mal. Alle amerikanischen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg, also wenn man anfängt beim Koreakrieg zu zählen, über alle anderen, Vietnam und was sie alles gemacht haben, dann kommt man auf eine Opferzahl von 20 Millionen. Ja? Wenn ich alle Kriege, die die Amis geführt haben, bis heute zusammenzähle, seit dem Zweiten Weltkrieg, sind es 20 Millionen Tote. Ich meine, das ist ganz einfach. Das sind 4 Millionen in Korea, 3 Millionen in Vietnam, 1,5 Millionen in Irak. Wenn ich die alle zusammenzähle, komme ich auf die Summe. Ja, ist das denn kein Holocaust oder was?
Weil man die Leute nicht in Lager sperrt, sondern in Kriegshandlungen so viele Zivilisten tötet. Man muss sich vorstellen, über Kambodscha wurden mehr Tonnage an Bomben abgeworfen als im ganzen Zweiten Weltkrieg zusammen. Die Amerikaner haben über nur Kambodscha mehr Tonnage an Bomben abgeworfen als in allen Kriegsschauplätzen im Zweiten Weltkrieg. Hallo? Und über Vietnam und dann Agent Orange und ich weiß nicht was alles, wo die Leute heute noch drunter leiden. Mhm. Ich meine, zum Beispiel der Krieg zwischen Iran und Irak, der 8 Jahre ging, hat ja 1 Million Opfer gekostet. Und wer stand denn hinter dem Krieg? Das waren ja auch die Amerikaner. Die haben den Irak gegen Iran gehetzt. Oder? Und haben sie Waffen gegeben, haben ihm sogar Giftgas gegeben. Und der Saddam Hussein hat das Giftgas von dem Westen gekriegt, damit er die Kurden und die Iraner töten kann. Das ist ja. Und dann spielen die sich jetzt als Moralapostel auf und sagen: Ja, Giftgas, Giftgas. Sie sind. Wir hatten übrigens im Nahen Osten als erster überhaupt jemals Giftgas angewendet. Wer war denn das? Das waren die Briten. Das waren die Briten. 1917 haben sie einen Angriff gestartet gegen Gaza, das heutige Gaza, haben sie gegen die osmanische Armee, die unter deutschem Befehl war, haben sie mit Giftgasgranaten angegriffen. Das war die erste Anwendung von Giftgas im Nahen Osten. Und dann haben sie danach, weil sie die osmanischen Truppen sind dann in alle Richtungen geflohen, oder? Und dann wegen diesem Einsatz. Und dann haben sie Jerusalem erobern können. Und dann Damaskus. Dann haben die Briten das Ganze da eingenommen. Und die spielen sich jetzt auf. Der Cameron, dem würde ich am liebsten in die Fresse hauen. Obwohl britische Söldner in Verdacht geraten sind. Ausgerechnet britische Söldner. Die sollten mal ihre Geschichte mal angucken. Ja, bevor sie mir den Finger auf andere zeigen. Ja. Und so weiter. Und ich will ja gar nicht reden, dass die Amerikaner 2 Atombomben auf Japan geworfen haben, völlig ohne einen strategischen Grund. Und wisst ihr, was eines der Gründe war? Einer war, um den Russen zu zeigen, wir haben sie, wir haben die Atombombe, also jetzt passt mal auf, oder? Und der zweite Grund war, und hier kommen wir wieder zu der Religion zurück, Hiroshima war das Zentrum des christlichen Glaubens in Japan. Und das haben sie völlig vernichtet. Von dort startete nämlich die ganze, Christianisierung in Japan. Das musste ausradiert werden. Und genauso ist es mit Damaskus jetzt. Das sind solche Sachen, von mir aus glaubt das nicht, ist mir doch egal. Aber das steckt dahinter. Das muss aufgeklärt werden. Das muss aufgeklärt werden. Wieso hat denn diese Bombe, dieser Ort, wo die erste Atombombe gezündet hat, warum hießen die Trinity? Hä? Die Dreifaltigkeit. Also bitte. Ben, ich frage mich, ich glaube, dass manchmal Gebete helfen. Natürlich, die helfen immer. Und ich frage mich, damit Leute nicht diesen Krieg jetzt eröffnen, was kann man beten? Ja, das hilft sicher und mehr wir es machen, der besser ist es, weil so, wir können ja fast nichts machen. Ich meine, was können wir groß machen? Wir können den Zeitungen schreiben und wir können unseren Abgeordneten schreiben. Ich meine, ich habe ja auch dazu aufgefordert, dass man allen Leuten schreibt und seine Meinung sagt.
Wir können von mir aus noch auf die Straße gehen und demonstrieren. In der Schweiz findet am Samstag Demonstrationen dagegen statt mit den Plakaten. Stoppt den Krieg gegen ihre Syrien, oder? Ich meine, viel mehr können wir ja nicht machen. Mir geht es jetzt darum, was konkret sollten wir beten? Um was sollten wir Gott bitten? Dass er diese Leute zurückhält, dass die nicht auf den Knopf drücken. Ja? Schwester Hatune, sollten wir Gott bitten? Ich denke, wir sollten beten, Gott bitten, dass die Klarheit und Einsicht diesen Menschen, die sowas halt vorhaben, egal wer sie sind jetzt, dass sie zu Einsicht kommen, was sie tun, ist falsch, dass sie hier zurückkehren von ihren bösen Gedanken. Eins. Zweitens, dass wir bitten nach draußen, so Aufforderungen durch gesamte Media, dass die Media mitmacht, den gesamten Volk auf der Welt zu dieser Verhinderung hervorrufen und ihren Wort aussprechen und sagen, stopp, ihr Psychopathen an der Macht, die sowas hervorrufen wollen, stopp damit. Also es soll in Tat und Wort und in Gebet gehandelt werden, bevor es zu spät ist. Ich glaube, es gibt auch in der Bibel wird berichtet davon, dass Besessene geheilt worden sind. Ja. Und oft Gebete helfen wirklich. Mir tun die Menschen in Syrien sowas von leid. Ja. Was haben die getan? Nichts haben sie getan. Und jetzt werden sie massenweise getötet, in die Flucht getrieben, ihre ganze Existenz kaputt gemacht, das ganze Land zerstört. Es ist einfach unglaublich, was da abgeht. Was hat das Volk in Irak gemacht? Ja, auch nichts. Ja? Was haben die Christen in Südost-Türkei oder Türkei gemacht? Was haben die jetzt die koptische Christen in Ägypten getan? Also im Nahen Osten ist das Sudan, ist auch da, jetzt ist Afrika, afrikanische Länder, habt ihr genug davon geredet. Was haben diese armen Zivilisten damit zu tun? Was haben sie getan? Leider. Ja. Ich meine, vorher habt ihr erzählt, dass unter Assad ja der Glaube frei ausgeübt werden konnte, ja? Das war übrigens im Irak und in Libyen genauso. Ich meine, das Erste, was man gemacht hat in Libyen, man hat die ganzen Kriegsgräber aus dem Zweiten Weltkrieg von den britischen, deutschen Soldaten, die dort gefallen sind und die über 60 oder 70 Jahre bald gepflegt worden sind und respektiert worden sind. Das Erste, was diese ganzen Terroristen gemacht haben, sie sind in diese Kriegsgräber rein und haben alle Kreuze umgehauen, haben alles kaputtgeschlagen. Das stimmt. Ich meine, der Gaddafi, der mag sein, was er will, aber er hat vieles geschützt und speziell den Glauben. Und das war auch bei Saddam Hussein so. Und so weiter. Nein, das ist unglaublich. Ja, und das haut man alles kaputt. Und lässt dann Berserker, wild gewordene Berserker wüten, wie man will. Und gibt ihnen auch noch Waffen und sagt, so und jetzt legt los. Man macht wichtigste, symbolträchtigste christliche Orte kaputt und versucht das dem Ansehen des Islams in die Schuhe zu schieben. So schädigt man zwei Weltanschauungen gleichzeitig. Ja, und nicht nur das, sie vernichten auch die ganzen islamischen Sachen. Ich meine, in Libyen wurden ja die ganzen uralten historischen Moscheen und auch Schreine, die wurden ja alle platt gemacht. In Mali auch, in Mali genauso. Von den gemäßigten Moslems vor allem, deren. Nein, ja, von den, diese ganze islamische Geschichte wurde ja zerstört.
die Schriften, die Schreine, die Moscheen, alles wurde in Luft gesprengt. Und übrigens in Saudi-Arabien auch. In Saudi-Arabien muss man sich mal vorstellen, in den heiligen Städten in Mekka und Medina wird die ganze Geschichte aus der Zeit von Mohammed platt gemacht. Wer macht das? Ja, wer? Die saudische Regierung, die Wahhabiten, die hauen alles weg. Das Geburtshaus von Mohammed, das Haus von der Mutter von Mohammed, die hauen das alles weg und dann machen sie Supermärkte drauf und Hotels. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es sind ja nicht die wirklichen Moslems, die das machen. Das sind diese Abartigen, diese völlig, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, die das machen, die zerstören ja alles. Übrigens in Bosnien unten werden alle Moscheen, die aus der Zeit der Osmanen, werden alle weggesprengt. Die werden alle kaputt gemacht. Die wüten wie Berserker, überall. Nicht nur gegen die Christen, sondern auch gegen ihre eigenen Leute. Sie bringen ja auch ihre eigenen Glaubensbrüder da und um. Überall. Sowohl in Tschetschenien als auch in Mali sind es eigentlich eher gemäßigte Moslems, so Richtung Sufi, die normalerweise keine anderen Leute angreifen. Und ihnen ja gar nicht. Ohne Eingriff von Aufstachelung von außen wäre sein islamistischer Aufstand in Tschetschenien nie zustande gekommen. Ja, natürlich. Und das habe ich ja vorher gesagt. Die Saudis hocken dahinter, weil die hinter all diesen Zerstörungen sind. Das ist diese extreme Sekte der Wahhabiten, die das überall macht. Ja? Für mich sind das überhaupt keine Moslems. Das ist genauso wie Leute, die sagen, sie sind Christen und dann sagen sie, Gott hat mir befohlen, den Irak anzugreifen. Ich meine, das hat ja der Bush gesagt. Ja. Entschuldigung, das würde Gott nie sagen. Ich glaube, in der Bibel gibt es doch einige weise Menschen, die von Gott Zeichen bekommen haben. Propheten, zum Beispiel, heißt es, sei Gott begegnet und andere Menschen haben Träume ja bekommen. Vielleicht ja, ist es eine Chance auf der Traumebene. Ja, auch wenn ich so, auch nehmen wir mal an, ich wäre Christ und ich würde so eine Botschaft hören, dann würde ich doch sagen, hallo, das geht doch gar nicht. Das ist doch gegen unseren Glauben. Das muss Satan sein, der mir das sagt, aber sicher nicht Gott. Das ist doch lächerlich, oder? Aber das so Zeug behaupten die. Und dann fallen die Leute drauf rein und sagen, ja, da müssen wir drauf und weg mit dem Zeug und Atombomben, komm, hauen wir doch die weg alle. Es ist nicht zu fassen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wer war denn eigentlich für den Irakkrieg in Deutschland? Es war die Merkel. Die Merkel, bevor sie überhaupt Kanzlerin war, hat in der Washington Post einen Artikel veröffentlicht, wo sie voll für den Irakkrieg war. Es gibt in dem Buch das Gutenberg-Dossier von Friederike Beck vom Zeitgeist Verlag, sagt sie, dass Merkel zu der Zeit beraten wurde von einem Vertreter vom Espen-Institut, auch so militaristischer Think Tank. Ja, wundert mich nicht, oder? Und deswegen wurde übrigens der Schröder abserviert und sie kam an die Macht. Ihr glaubt doch nicht, dass die gewählt wurde. Ja? 2005 war sie bei Bilderberg und genau bei der Bilderberg-Konferenz, Schröder war auch da, in Rottach-Egern in Deutschland und Bayern. Und auf der Bilderberg-Konferenz war der Mittlere Osten ein Thema, worüber man gesprochen hat. Nur leider veröffentlicht Bilderberg ja nur, wer da war und die Tagesordnungspunkte, aber nicht, was sie besprochen haben. Ja, da wurde sie halt ausgelesen. Da haben sie gesagt, okay, Schröder, du bist weg, die kommt jetzt dran. Ja. Und so ein Schröder lässt sich das gefallen. Ja, was heißt gefallen? Wenn er sich's nicht gefallen lässt, dann hat er einen Unfall. Mag sein. Ich kann das nicht so einschätzen. Ich habe da nicht so verfolgt, wie das mit Bilderbergern ist. Sicher. Die Margaret Thatcher hat sogar selber gesagt, sie wurde vom Bilderberg gestürzt.
Sie hat gesagt, ich habe alles gemacht, was sie wollten, aber dann, wo ich was anders wollte, haben sie mich abserviert. Die haben sie bei einer Reise, bei einem Staatsbesuch in Paris, haben sie sie zu Hause, haben sie sie abserviert, gestürzt. Ja. Der, weil sie den Euro nicht wollte. Was weiß ich, was es war. Irgendwas. Sagt Jim Tucker. Ja, mag sein, ja. Interessanterweise, Jim Tucker sagt über die Bilderberg-Konferenz 2005, dass man sich da bezüglich Militär und Einsätze im Mittleren Osten bei Bilderberg gar nicht einig gewesen sei. Vielleicht ist es möglich, Leute, ja, die damals anderer Meinung der, waren. War der dabei, dass er so Sachen sagt? Also bitte. Jim Tucker hat immer die Methode gehabt, Hotelangestellte zu befragen und die haben ihm etwas erzählt, aber er war nicht selber dabei. Ja, mag sein, dass man das aus gewissen Aussagen dann schließen kann. Das mag sein, ja. Aber es ist ja einfach, Fakt ist, dass Leute dorthin gehen und dass dann anschließend die einen weg sind und die anderen hochkommen, ja. Und das ist sehr auffällig, weil es, immer wieder und immer wieder passiert, nicht? Ich glaube, Herr Friedmann, was Sie sagen in dieser Hinsicht, kann fast hundertprozentig stimmen. Wer die Wahrheit sagt, der kommt weg. Ja, das sowieso. Da kommt jemand an seine Stelle, der mitspielt und mittanzt. Ja, die Wahrheit, das ist ja das Letzte, was man sagen darf. Ja. Ja, wo kommen da hin, wenn wir die Wahrheit sagen? Das ist traurig, der allertraurigsten für Christenheit weltweit, wenn man nicht die Wahrheit sagen kann und tut. Ja. Ich denke, die Leute, die hier auf diesem Krieg hinarbeiten, die sind auch listig und man hat schon manchen Krieg verhindert, wenn man immer rechtzeitig die Lügen entdeckt und wer dahinter steckt. Ah ja, welchen denn? Welchen hat man verhindert? Zum Beispiel hätte dieser Krieg mit Syrien schon irrsinnig eher passieren können, wenn nicht immer wieder alternative Medien Dinge entdeckt hätten und verbreitet hätten. Ach was, das hat doch damit zu tun, dass China und Russland im Sicherheitsrat Nein gesagt haben. Damit hat das zu tun. Ja. Könnte natürlich auch sein. Doch, das liegt doch nicht an uns, dass wir da gewisse Sachen aufklären. Also so überschätzen dürfen wir uns auch wieder nicht. Ich denke, dass es beides ist. Das ist ja, und ich sage ja, ich komme immer wieder auf das zurück. Solange der Putin standfest ist und auch China da mithilft, wird das nicht passieren. Und warum? sie haben ihn sowas von Verlockungen vor die Nase gesetzt. Ich habe sie alle aufgezählt. Er kann seine Marinebasis weiter behalten in Syrien. Er kriegt die ganzen Ölgeschäfte. Sie kaufen bei ihm für 15 Milliarden Dollar Waffen ein und. Also es wurde ihm ja, die Gaspipeline von Katar wird verhindert. Die haben ihm ja sowas von Geschenke offeriert, um ihn dazu zu bringen, Syrien fallen zu lassen. Offensichtlich ist er nicht darauf eingegangen. Und das muss man ganz hoch schätzen. Ja? Denn jeder andere, der wäre ja schon bei ganz kleinen Beträgen umgeknickt. Ja? Das könnte durchaus sein. Ich denke, dass Putin auch bewusst ist, dass er für viele Menschen eine Hoffnung ist. Ja, und was ist aber, es läuft da und eine Kampagne nach der anderen gegen ihn. Eine Kampagne nach der anderen. Mhm. Ja? Und die ganzen Medien, die flippen richtig aus und die tragen das und die Leute glauben das, ja, das mit diesen Frauen da und ich weiß, Demonstrationen und das, dabei ist das alles inszeniert. Ja. Ja. Man, jetzt läuft ja auch der Boykott gegen die Olympiade und man soll sie verlegen und man soll sie absagen und all das Zeug. Es läuft alles, es sind alles diese Kampagnen, die ablaufen. Und wer ist das Werkzeug dazu? Unsere verdammten Medien, ja,
die einfach nicht ihren Job machen. Die machen nicht ihren Job. Das sind einfach Hofberichterstatter, Propagandaorgane, Abschreiber, Regierungspressevertreter. Da ist doch kein einziger Journalist mehr. Denn es ist ja so, wenn es wirklich einen Journalist gibt, dann der überlebt nicht lang dort. Wenn er einmal oder was Falsches macht, dann bestenfalls landet der unten im Archiv und darf Ablage machen oder er ist weg. Ja. Haben wir oft genug gesehen. Okay, kleinen Moment. Ich frage mich wirklich, was mit den Leuten los ist. Ich meine, ich habe ja schon vor Jahren mit Redakteuren gesprochen, zum Beispiel damals, wo halt 9/11 und alles aktuell war, da habe ich sie gefragt, aber ihr glaubt ja nicht selber, dass das die Al-Qaida war oder was? Ja, sicher nicht, nur meinst du, ich kann das schreiben? Da habe ich ja keinen Job mehr morgen. Die wissen das alles. Die wissen ja viel mehr, als wir wissen, nur sie machen es nicht, weil sie alle korrumpiert, gekauft und Angst haben. Ja? Und nicht direkt. Das ist ja nicht so, dass die direkt bedroht werden, sondern es werden immer wieder Exempel statuiert, und damit alle sehen, was passiert, wenn du aus der Reihe tanzt. Nicht? Sie müssen ja nur einen irgendwo schnappen und fertig machen, dann wissen alle andere, was ihnen blüht. Interessanterweise der Spiegel-Chefredakteur, ich glaube, oder Online-Chefredakteur, der Herr Maskolo, der hat, ich glaube, es war am 3. April, auf jeden Fall war es Anfang April, einen Artikel gemacht, also der Spiegel hat es gemacht online, über den zu Gutenberg. Er hat zwar nicht über den European Council on Foreign Relations, was eigentlich die mächtigere Lobby ist, wo er sich engagiert, für, hat auch noch einen eigenen Think Tank in den USA und darüber hat er es gemacht und hat eben gesagt, dass deutsche Truppen nach Israel gehen sollten, um Israel zu schützen, falls Israel Iran angreift. Und dass die deutsche Bundesregierung das gar nicht gut findet, diesen Vorschlag, und das ablehnt. Und das hat am gleichen Tag noch, einen Tag später hat es IRIB gebracht, die deutschsprachige iranische Nachrichtenagentur. Und kurze Zeit später hatte der Mann, der Herr Maskolo, nicht mehr seinen Job beim Spiegel, aber es war nicht das der Anlass, sondern weil es eben nicht wirtschaftlich genug war. Ja, genau, oder und weil er seine Spesen nicht richtig abgerechnet hat. Oder nein, hat zu viel Verlust gemacht oder nicht genug Gewinn gemacht. Ist mir klar. Die finden immer, die tun ja nie direkt den Grund sagen, sondern die finden irgendeine Nebensache. Entweder hat er Steuer hinterzogen oder er hat zu viel Spesen abgerechnet oder er hat falsch irgendwo geparkt oder irgendwas finden die, um den fertig zu machen. Es kam mir so vor, als ob sie, um mehr Gewinn zu machen oder Verluste zu verringern, dass sie sowieso zwei Personen durch neue Leute ersetzen wollten und dass das dann eine Situation war, wo das dann passiert ist. Das sind doch Ausreden, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, warum einer weg muss. Die finden immer was. Das ist wie mit dem Al Capone. Der Al Capone ist ja nie ins Gefängnis gegangen, weil er Morde beauftragt hat. Der wurde wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gebracht. Die finden irgendwas. Ja? Ja, das ist ein etwas drastischer Vergleich, aber okay. Ich denke, dass es entscheidend ist, um Medien und Thinktanks voneinander zu trennen, zumindest die Medien, die entscheidende Informationen für den Frieden bewusst möglicherweise zurückhalten, weil sie von Thinktanks beeinflusst sind, möglicherweise. Ich denke, das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein, dass man das trennt. Die Leute, die da Firmen, die außen oder NGOs, die außenpolitisch militärisch beraten, dass man die von den Medien trennt, dass sie nicht mehr die Macht haben, über Medien Macht auf Politiker auszuüben, sie hochloben oder auch runterschreiben zu können. Schaut,
ich habe doch, ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeitung habe ich einen, doch hier im Blick, der Blick ist, entspricht in der Schweiz das, was die Bild-Zeitung in Deutschland ist. Mhm. Vor 2 Tagen schlage ich sie auf und was ist da? Eine irrsinnig aufwendig gemachte Karte von Syrien, wo all die Angriffsziele schon alle eingezeichnet sind und wo man sagt, so werden die Maschinen reinfliegen und so wird das und das. Dann habe ich mich gefragt, woher kommt denn sowas? Das hat doch kein Redakteur selber irgendwo da auf seinem PC gebastelt. Das haben die denen zugespielt. Das kommt von einem riesen Propagandaapparat. Wir dürfen nicht vergessen, Pentagon allein hat 20.000 Leute, die nur mit Propaganda beschäftigt sind. Die produzieren all diese Sachen und spielen das den Medien zu, damit die das dann veröffentlichen. Weil selber sind die nicht in der Lage, das zu machen. Die wissen es ja gar nicht. Und dann wundert man sich, wo haben die das her? Wieso? Das muss denn ja alles brühwarm präsentiert werden. Ja, damit sie es dann veröffentlichen. Ja. Gut, ich denke, wir haben in der Sendung eine ganze Menge Inspiration, wo wir ansetzen können, Frieden zu bewahren. Und beziehungsweise eine Eskalationskette rechtzeitig zu stoppen. Um möglichst viele Menschen auf diesem Planeten noch vor dem Krieg bewahren zu können. Ganz ja, ich möchte speziell die Leute in Syrien von einem Krieg bewahren. Ich meine, der läuft ja schon nur. Das wird ja viel schlimmer jetzt. Ja? Und dann haben die noch die Frechheit zu sagen, ja, aber mit dem Angriff wollen wir ja den Assad nicht stürzen. Das haben sie jetzt gesagt, oder? Ich meine, da frage ich mich, hallo, was ist denn dann der Sinn vom Angriff? Dann ist der Sinn des Angriffs etwas anderes. Ja, und es geht um Zerstörung. Zerstören. Ja. Vielleicht ist es, manche Leute freuen sich vielleicht daran, wenn andere leiden, vielleicht ist es das. Vielleicht ja, und ist es die Waffen, das. Hey. Die Waffen haben ja ein Ablaufdatum, die müssen ja weg. Da muss Neues ran. Das ist wie mit der Ware im Supermarkt. Ja, oh, was hat die für eine Art? Die muss jetzt verschossen werden. Ablaufdatum ist bald da. Ja, damit die Nachschub kommt, hey, bei uns hinten in der Produktion stockt's. Wir müssen jetzt die Lager wieder räumen. Das könnte auch ein Motiv sein von manchen Lobbyisten dort. Ich meine, was produziert denn Amerika noch außer Waffen? Ich meine, halt alles andere haben sie outsourced. Ja? Ihre Stärke ist ja nur noch die Waffenproduktion. Und das muss brummen. Brummen heißt, es muss dauernd ein Krieg sein. Wenn der eine fertig ist, muss man den nächsten anfangen und so weiter und so weiter. Es muss dauernd immer die Ware muss weg, das muss verbraucht werden, damit man wieder hinten Nachschub liefern kann. Ja. Gut. Ja. Ich meine, wo kommen denn, das Schlimmste, was die wollen, ist ein Frieden. Hey, Frieden, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Das ist ja das Letzte, was wir wollen. Das muss knallen, überall muss es knallen, immer weg mit dem Zeug. Ja, ich denke mal, es ist wichtig hinzuschauen, welche konkreten Personen das tun, denn das passiert ja nicht von alleine, sondern das sind ja Menschen, die Entscheidungen treffen, die andere Menschen dazu bewegen, Entscheidungen zu treffen. Aber jeder Mensch kann in jedem Augenblick bewusst entscheiden und ich denke, das ist wichtig, das sichtbar zu machen. Wer steckt dahinter? Das sind konkrete Menschen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der lief neulich wieder im Fernsehen, wo der amerikanische Präsident nach Spanien geht, ja, und in dem Film wird der Bombenanschlag gegen ihn gezeigt und der wird aus 10 verschiedenen Perspektiven gezeigt, oder immer fängt es von einer anderen Perspektive an. Und was ich eigentlich mit dem Film sagen will, in diesem Film drängen ihn die Leute, die um ihn rum sind,
einen Angriff zu starten in Marokko. In Marokko ist irgendeine amerikanische Einheit oder ihre Botschaft oder ich weiß nicht was angegriffen worden. Und jetzt sagen sie, wir müssen unbedingt zurückschlagen, sonst sehen wir schwach aus. Und dauernd drängen sie ihn, dass er ja dazu sagt. Und, aber er ist standfest genug und sagt nein. Gut, das ist Hollywood oder so läuft das halt in den Filmen. Aber was damit gezeigt wird, ist, dass auch diese ganzen Entscheidungsträger, die sind mit Leuten umringt, die nur das erzählen und das vorlegen, um die Entscheidung in die gewünschte Richtung zu lenken. Mhm. Ja? Ich meine, wenn so ein Obama oder wie sie alle heißen, einseitig Sachen erzählt wird, ja, unser Geheimdienst hat jetzt festgestellt, dass da der Assad chemische Waffen eingesetzt hat und hier haben wir den Beweis und hier und das und das und das. Die drängen den richtig in eine Richtung. Ja, was will er denn machen? Will er jetzt ins Internet gehen und sich die andere Seite anhören oder wie? Kann er doch. Theoretisch könnte er das, aber der kriegt ja sein Daily Briefing. Das Daily Briefing heißt, dort steht, was er zu denken hat. Da steht drinnen, was in der Welt passiert. Also was sie ihm glauben lassen wollen, was in der Welt passiert. Ja. Und wer macht dieses Briefing? Das ist ein Riesenstab, der das macht. Das sind die Geheimdienste, die das Zeug liefern. Und alle, das ist ein Riesenapparat, der das produziert jeden Tag. Ja. Und das landet auf seinem Tisch. Und dann kriegt er nur das zu hören und das zu sehen, mehr oder weniger, dass er nur noch eine Sache entscheiden kann. Der kann nur noch eine Sache. Und das wird dann pro forma, wird halt gesagt, naja gut, ohne seine Zustimmung können wir ja keinen Krieg machen, also brauchen wir wenigstens pro forma sein Ja, oder? Und dann drängen wir ihn halt zu diesem Ja. Hm. Okay. Ich denke, wir haben eine ganze Menge Inspiration bekommen. Das hat übrigens der Paul damals, der Paul. Ron Paul? Der Paul, der dem ehemalige Außenminister. Paul, okay. Der hat doch vor damals diese riesen PowerPoint-Präsentation vor der UNO gemacht, oder? Diese berühmte, berüchtigte. Ja. Wo er da, Saddam produziert, hat diese mobilen Giftgasanlagen und all das. Und da haben sie die Zeichnungen gezeigt und wissen genau, dass er sie hat und genau. Und wir wissen, wo er sie hat und das und das und das. Und nachher, wo es sich dann herausgestellt hat, dass da überhaupt nichts war, hat er doch dann zähneknirschend nach seinem Rücktritt, oder? Hat er dann gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens und er schämt sich. Und wer hat ihm denn das alles geliefert? Die PowerPoint-Präsentationen und den Text, den hat er ja nicht selber geschrieben. Das war doch ein Riesenteam, wo das zusammengestellt hat und ihm das dann vortragen lassen. Ja? Und er hat dann gemerkt, wie er voll in die Irre geführt wurde, dass er benutzt wurde. Ja, weil er war ja in diplomatischen Kreisen, wurde er respektiert damals noch. Ja, und man hat so nach ihm, seine Glaubwürdigkeit hat man missbraucht, um den Krieg gegen Irak zu verkaufen. Und jetzt ist er, danach hat er es bereut. Nur, was nutzt denn das, wenn dann Millionen tot sind? Und so weiter. Es stellt sich ja immer im Nachhinein heraus, dass ein Krieg mit Lügen gemacht wurde. Das war im Vietnamkrieg genauso. 2005 kamen die ganzen Geheimdokumente, wurden freigegeben und aus denen kam hervor, dass ja dieser sogenannte Golf von Tonkin-Angriff von nordvietnamesischen Torpedoboote gegen amerikanische Kriegsschiffe, der war ja voll erfunden. Der hat nie ganz stattgefunden. Wurde aber von Lyndon B. Johnson bei einer Fernsehansprache benutzt, um den Vietnamkrieg zu machen. 2005 stellt sich heraus, alles erstunken und erlogen. Das haben wir wohl gewusst, nur jetzt wurde es bestätigt. Und was ist passiert? Gab es dann einen Skandal? Haben da die Medien groß darüber berichtet?
Hat irgendjemand eine Konsequenz daraus gezogen? Nein. Das ist immer dann später, ach so, ja, haben wir immer schon gewusst, naja, ist nicht mehr aktuell. Ich sage euch eins, mit 9-11 wird es genauso passieren. In 20, 30 Jahren werden alle die Dokumente rauskommen, die beweisen, wer es wirklich gemacht hat. Und dann werden alle die Achsel zucken und sagen, naja, haben wir schon gewusst. Nur das ist ja so lang her, interessiert uns nicht mehr. Und so läuft es bei all diesen Sachen ab. Bei all diesen Sachen. Ja? Nur mittlerweile sind Millionen Menschen tot, ganze Länder kaputt, der Polizeistaat eingeführt und so weiter. Ja. Das Problem mit der Menschheit ist, sie lernt nicht dazu. Sie wiederholt immer wieder alle Fehler. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Sendung. Und wir bleiben dran. Für morgen haben wir eine neue Sondersendung geplant. Und wir haben da schon eine Interviewanfrage rausgeschickt. Und wir wollen wissen, wer berät denn den US-Präsidenten jetzt in diese aggressivere Richtung zu gehen? Und da wollen wir jemanden, der über seinen Beraterkreis Bescheid wissen könnte, interviewen. So wie wird schon mal verraten. Aber ich will noch nicht ins Detail gehen und wir versuchen da morgen ein Interview zu kriegen. Okay. Ich wollte auch sagen, danke für euch, dass ihr so weltweit so euch engagiert durch diesen Skype-Talking, dass vielleicht durch diesen Gespräche auch was Schlimmes verhindert werden kann. Und das ist unser Ziel und ich wünsche euch alles Gute und alle Zuhörer, das für Frieden auf die Welt bieten, besonders für diesen Syrien, der jetzt unter den Gedanken der Bomben steht. Und dann zur Verhinderung der weltweite dritte Weltkrieg. Und ich bedanke mich auch, dass ich da was zu sagen dürfte. Und ich bitte alle, die unsere Stimme gehört haben, alle, die uns geholfen haben, bis jetzt unsere Stiftung, dass wir den Armen helfen, dass wir die Flüchtlinge, besonders die Syrien und Irakern, ich möchte hier mich bedanken, ganz herzlich in deren Namen und weiter uns unterstützen, dass wir weiter halt die Menschen, die wirklich auf dem Boden sind, helfen können. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und Friemann, ich würde gerne mit Ihnen persönlich mal einmal in Gespräch kommen. Es wäre schön, wenn Sie mal sich melden würden. Über ja, also Volker Rüssing können Sie auch Mandaten haben. Ja. Und ich werde mich freuen. Es hat mir sehr gut gefallen, dass Sie so weite, breite Kenntnis haben über das Politische. Ich bin nicht Politikerin, habe ich ein bisschen weniger Ahnung. Ich kann nur das Karitative schildern und das Theologische und meine eigene Erfahrung vor Ort. Aber ich sage nochmal, vielleicht lesen Sie auch mein Buch. Es geht ums Überleben, bei Herder Verlag erschienen. So ein kleines Buch ist das, da schildere ich ein bisschen von meinen eigenen Blicke darüber. Können Sie vielleicht lesen, dann melden Sie sich bei mir. Mache ich gerne. Ja. Ich werde mich freuen auf private Gespräche auch. Gut. Ja. Also abschließend will ich nur sagen, was in der Vergangenheit geschehen ist, können wir nicht mehr ändern. Aber wir stehen jetzt vor einer ganz schlimmen Sache möglicherweise. Ja. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, ich kann nichts tun. Jeder kann in seinem kleinen Bereich was tun. Ja. Ja? Schreibt eure Abgeordnete, dafür sind sie da. Meldet euch und sagt, ich bin nicht einverstanden, ich will da nicht. Und zwar, dass ihr eure Stimme. Hallo? Leider ist seine Stimme wieder weggegangen. Die Abgeordneten schreiben oder vielleicht den Beratern von allen Abgeordneten schreiben. Die fragen, was geben sie ihnen denn für Ratschläge? Ja. Vielleicht mal schauen, von wem lassen sich die Außen- und Sicherheitspolitiker oder die Regierungschefs beraten und deren Berater ansprechen.
die Berater ansprechen, die damit sie sich nicht hinter den Politikern verstecken können, sondern gerade jetzt sagen, was haben sie ihnen denn geraten, wie man in dieser Situation damit umgehen sollte. Ich meine, es ist, was ist Vertraulichkeit, das ist eine Sache, aber hier geht es um das Leben von sehr vielen Menschen und das ist ja wohl vorrangig vor Vertraulichkeit. Da hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf zu wissen, welche Berater beraten in Richtung Frieden, welche beraten in Richtung Krieg. Zum Beispiel, ja, man soll alle Wege gehen, alle Möglichkeiten gehen. Wir haben das Auswärtige Amt ja versucht, heute auch in die Sendung zu bekommen, aber es war vielleicht etwas sehr kurzfristig und eben ungewohnt direkte Fragen. Das kann ich verstehen, aber ich denke, Deutschland hat ja auch in Libyen gezeigt, man will sich nicht in Kriege hineinziehen lassen, und wenn es geht, und ich denke, da sind bewusstseinsbildende Fragen, die wir Ihnen geschickt haben, auch ein Zeichen des Respektes. Ja, hoffen wir, dass es nicht passiert, und sehen wir halt. Ne? Aber wir müssen was tun. Jeder auf seine Weise. Meine Empfehlung ist, ja, klar, die Politiker anschreiben, vor allem die, die in den Bereichen was entscheiden können, die in den Bereichen die Diskussion mit bestimmen können, aber auch die Berater, und schauen, welche Politiker sind denn zum Beispiel selber in Thinktanks. Also zum Beispiel würde mir einfallen, Herr Özdemir von den Grünen ist beim European Council on Foreign Relations oder im Europaparlament von den Grünen, der Herr Cohn-Bendit oder der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer oder im Bundestag Ruprecht Polenz, der ist gleichzeitig an einer Schaltstelle beim zweiten deutschen Fernsehen, auch ECFR. Und ich denke, es gibt eine ganze Menge weiterer Thinktanks, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen, wo Politiker zu deren Lobbyisten gehören. Und ich meine, mir ist jetzt etwas aufgefallen, was eine gewisse Hoffnung gibt. Ich gucke ja ab und zu beim Feind rein, also zum Beispiel beim Schmiergel, oder? Und wenn ich dort sehe, welche Kommentare unter diesen ganzen Syrien-Artikel stehen, kann ich feststellen, dass mindestens 95% der Kommentare alle gegen den Krieg sind. Und das ist schon mal ein Fortschritt, weil das war früher nicht so. Also offensichtlich ist auch bei diesen Massenmedien, bei diesen großen Medien, ist da in der Leserschaft ein Umdenken passiert. Und sie drücken das über ihre Kommentare aus, wenn man die anguckt. Ich war ganz erstaunt. Oben der Artikel tut praktisch den Krieg verkaufen und unten schreiben die ganzen Leute, ja, geht's eigentlich noch? Ja? Ich denke, Gott sei Dank, die Menschen sind nicht mehr so blind, dass sie so blind folgen. Und wer blind folgt, sage ich jetzt, weiß, dass Schaden bringt oder Böses davor hervorgerufen hat und Augen zumacht und Ohren zumacht, der beteiligt sich an dieses böses Tat, ob er will oder nicht. Ja, genau. Genau. Schweigen dürfen heute. Wir nicht. Man muss gegen das Böse kämpfen, egal wer das ist. Welche Glauben, genau. welche männlich, weiblich, Kind, Erwachsen, alle. Es kann heute niemand mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Ja. Ich habe es nicht gewusst und deswegen habe ich nichts getan. Das zählt nicht mehr, diese billige Ausrede. Vor allem, es gibt ja keinen... Entschuldigung. Wenn einer will, dann weiß er alles, ja. Und das heißt, man muss dann nicht im Nachhinein kommen, ja, ich habe das nicht mitgekriegt. Es gibt so ja weit. Diesmal auch keine Möglichkeit, keinen Ort auf der Welt, wohin man fliehen könnte. Das ist ja auch der Punkt. Wir haben alle nichts zu verlieren. Wir zahlen doch schon den Preis für diesen Krieg. Der hat noch nicht mal gestartet und wir zahlen ihn schon. Wisst ihr wo? Oft an der Tankstelle. Denn die Ölpreise, die sind dramatisch gestiegen in den letzten Tagen. Und das zahlen wir schon an der Tankstelle. Und das heißt, wir zahlen es dann in allem, was mit Transport zu tun hat. Das läuft ja schon. Wir zahlen ja schon, ja, für diesen Krieg. Denn die Ölmärkte, die haben ja sofort reagiert. Die haben genau gewusst, Mann, wenn es da kracht, dann und so weiter. Ja. Das erinnert mich sehr an eine Initiative, die wir selber damals unterstützt haben. Die nannte sich Ethical Refueling, Initiative für ethisches Tanken. Das Ziel war, den Irakkrieg zu verhindern. Und die Idee war,
Autofahrer zu begeistern, dass Autofahrer Ölfirmen anrufen, wir wollen keinen Krieg fürs Öl, und damit dann die Ölfirmen gegen den Krieg sind. Nur leider gab es mehr Kriegsgründe, als welche Ölfirma das Geschäft dort macht. Und das reichte nicht, um den Krieg zu verhindern. Aber es hat zumindest für Wirbel gesorgt und hat dazu beigetragen, dass Total Fina Elf sich erst einmal gegen den Krieg gestellt hat. Hinterher sind sie im Irak-Geschäft drin geblieben, anders als die russische Firma Lukoil. Aber sie haben sich anfangs gegen den Krieg gestellt. Zumindest mussten Luxemburger, Franzosen, Belgier und Deutsche keine Truppen hinschicken. Das war schon mal ein großer Achtungserfolg. Und sonst wäre der Konflikt vielleicht damals schon zu einem Weltkrieg eskaliert, hätte passieren können. Ich weiß es nicht, ob der Irak so isoliert war, dass das nicht passieren konnte. Aber den Krieg zu verhindern, hatte das damals nicht gereicht, weil es nicht nur darum ging, welche Öl. Was ich damit sagen will, wir zahlen alle dafür, auch wenn bei uns nicht die Bomben fallen. Ja? Wir zahlen alle dafür. Irgendwie. Deswegen kann man nicht sagen, ja, das geht mich nichts an, das hat mit mir nichts zu tun, das ist ja da unten irgendwo, und außerdem sind sowieso Moslems und Araber, komm, die können ja eh weg, oder? Und das ist doch die Einstellung hier teilweise. Das geht mich nichts an. Es geht uns alle an. Und alle müssen wir was tun. Okay. Okay, herzlichen Dank. Und ja, die nochmal morgen. Wir bemühen uns darum, morgen ein Interview mit einem Insider zu bekommen, der uns weitere Hinweise liefern kann, wer da welche Rollen spielt in Bezug auf die Frage, ob US-Präsident Obama für Krieg oder für Frieden ist. Und ansonsten, wenn alles gut geht, wenn dann die Welt noch steht, nächste Woche Donnerstag wäre die nächste Sendung, da kümmern wir uns darum, zum geplanten US-europäischen Handelsabkommen da ein Interview zu kriegen, und haben noch weitere Sachen in Vorbereitung. Aber wird es wieder mehr um Wirtschaft, Finanzen und andere Dinge gehen. Hier noch ein kleiner Hoffnungsschimmer als positives Ende. Gerne. Das britische Unterhaus hat dem Premier Cameron die Gefolgschaft verweigert. Und der US-Kongress auch. Also das ist die allerneueste Nachricht. Also vielleicht haben ja gewisse Gebete wirklich gefruchtet. Die Mehrheit hat die Gefolgschaft verweigert, nicht nur die Opposition. Im britischen Unterhaus verweigern die Abgeordneten Premier Cameron die Gefolgschaft. Auch im US-Kongress herrschen Zweifel. Die Debatte zeigt, wie unsicher der Westen in der Serienfrage agiert. Also, da haben wir es. Das Ganze ist nicht, es gibt doch eine gewisse Hoffnung, dass gewisse Leute diese Kriegshetze zurückhalten. Ja? Wer? Wo steht dieser Artikel? Ich denke, im Spiegel, gerade jetzt neu. Dann scheint der Spiegel ja auch an der Verhinderung eines Weltkrieges interessiert zu sein, wenn er diese Nachricht nicht zurückhält. Naja, es ist eine Nachricht, die man ja bringen muss. Egal wie man denkt, ja. Mhm. Als Mainstream. Nicht? Okay. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Das werden wir uns anschauen, die Spiegel-Nachricht. Und ja, wir hoffen für morgen Abend einen weiteren spannenden Gast zu haben. Und ja, herzlichen Dank. Und okay. Ja. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Und wünsche Frieden und auch allen unseren Zuhörern. Und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer inspiriert sind, was sie persönlich für den Frieden tun können. Genau. Danke. Ja, schönen Abend für alle Zuhörer und euch auch. Bitte.